Ich hab gesagt, mit so ein bisschen mitreißende Musik und wo gern schon zwei oder? Ja, ist eine andere Kampagne. Ich glaube, die Welt steht in Flammen. Und unsere Herzen ebenso. Gemeinsam stehen wir vor der größten Herausforderung der Geschichte. Wir müssen ein Klima in diesem Land schaffen, das uns allen ein glückliches Leben ermöglicht. Ein Klima aus sauberer Luft, sauberem Wasser und sauberer Erde. Ein gesellschaftliches Klima, in dem jeder, jeder, jedes sich zu Hause fühlt. Wir denken, das ist unser Moment. Noch nie waren mehr Menschen unserer Meinung, haben unsere Befürchtungen und Sorgen geteilt. Sich nach einem Neuanfang, einem Versprechen von Glück und einem Auftrag gesehnt. Das alte Denken kann das nicht. Es kann nur Angst schüren, aufhetzen und trennen. Wir wollen das nicht. Wir wollen Hoffnung machen, indem wir das Klima schützen und dabei glücklich sind. Wir wollen Klimaglück. Das Schöne ist, jeder von uns kennt es. Es ist der Park, in dem man mit der Oma spazieren war. Ein Weizenfeld im Wind. Ein Fuchs. Ein Bienenstock. Für Klimaglück können wir kämpfen, uns begeistern, andere begeistern. Und endlich zeigen, was Grünsein im tiefsten Kern bedeutet. Glücklich sein. Ja, herzlich willkommen. Mikro geht, oder? Nein. Herzlich willkommen. Herzlich noch immer nicht. Herzlich. Oi. Okay. Herzlich willkommen zu diesem Abend mit Werner Kogler. Das heißt, ich darf mich nicht bewegen. Mit Werner Kogler auf seiner Dialogtour durch Österreich unter dem Motto Salzburg, lass uns reden. Wer den Werner Kogler kennt, weiß, dass das leicht in Salzburg Lass mich reden ausartet. Und wer Willkommen Österreich gesehen hat mit dem Peter Klien, hat es humorvoll gesehen, sozusagen, dass er diese Abende, die er in Österreich macht, aufgegriffen hat, wo er einfach erzählt aus seiner Arbeit und wo er viele Themen aufgreift, die uns wichtig sind und die uns deshalb bewegen, weil wir sie brauchen für unser Leben und für das Leben der nächsten Generationen. Im Vorspann sind schon einige wichtige Themen angesprochen worden, die fehlen auf unser Glück, auf unser gemeinsames Glück. Und als Grüne sehen wir das als Klimaglück, als unser Hauptthema. Aber es muss eine klimasoziale Politik sein, die keine Menschen zurücklässt und Klimaschutz immer unter der sozialen Dimension und Frage auch sieht. Und darum freue ich mich sehr, dass Werner Kogler zu uns kommt, nach Salzburg, in ein Bundesland, das derzeit große Veränderungen erlebt, in ein Bundesland, wo seit gestern wieder 130 auf der Autobahn gerast werden kann. Egal, ob das jetzt den Menschen, die dort wohnen, gut tut oder nicht und egal, was das für unser Klima heißt. Werner kommt in ein Bundesland, wo die FPÖ sich darüber freut und jetzt endlich sozusagen die Automatenhöllen, die Spielhöllen legalisiert. Aber noch immer die Leute warten müssen auf günstige Wohnungen. Die Wohnbauförderung kommt erst, das neue Gesetz, erst 2025. Und Werner Kogler kommt in ein Bundesland, wo Investoren jubeln können, weil sie Großprojekte in Naturschutzgebiete jetzt viel leichter umsetzen können. Das wird die neue Regierung höchstwahrscheinlich durchpeitschen, das heißt ein Aufweichen des Naturschutzes in unserem Land. Wir sind gespannt, wie Werner uns ermutigt, auch in unserem Bundesland weiter aktiv zu werden, zu bleiben. Und ich freue mich sehr, dass ich viele neue Gesichter da sehe. Ihr werdet, Sie werden einen Werner erleben, der sprüht und der uns viel zu sagen hat, aber der auch offen ist für eure, für ihre Themen, für die Anregungen. Und daher
sage ich einmal, Werner, wo ist er? Tritt auf. Mein Name ist Anna Schister, ich bin Baustadträtin in der Stadt Salzburg für die Bürgerliste und ich darf Sie durch den heutigen Abend führen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Danke, Werner, dass du auch zeitlich ein bisschen verzögert, aber doch erschienen bist. Das freut uns sehr. Ich werde jetzt ganz kurz erklären, wie der heutige Abend verlaufen wird. Wir werden einen Input hören von Werner Kogler. Danach wird es 4 Fragerunden geben. Ich werde versuchen, die Fragen zu bündeln, zu sammeln. Die dritte Runde wird eine Fragerunde sein über Slido. Sie haben so Geräte zum Fragen abgeben bekommen und können die schriftlich deponieren. Wenn Sie nicht aufstehen wollen, wenn das unangenehm ist, können Sie diese Fragen auch so einbringen. Wir werden das sammeln und dann werde ich die Fragen an dich stellen. Ja, das ist mal so viel zum Einstieg. Ich überlasse jetzt die Bühne einstweilen dir, lieber Werner, und komme dann später zu dir zurück. Intervention zu Anfang. Bewegungsintervention. Was man noch ergänzen sollte, vielleicht, was vorher noch nicht gesagt wurde, wir haben je nach Diskussionsfreudigkeit und Gesprächsfreudigkeit eine unbestimmte Länge da. Ewig soll es auch nicht dauern, aber was dann noch länger dauert, ist für einige, selten für alle, da muss man ehrlich sein, aber doch, gehen Sie dann draußen auch noch Fragen aus, nachdem vielleicht zuerst Medien noch Interviews wollen würden. Also das gehört auch dazu, dass wir noch immer noch einmal eine Runde zur Verfügung stellen. Und bis jetzt hat es immer Brötchen gegeben, ich nehme an, Salzburg ist auch Brötchen. Ja, Salzburg gibt es auch Brötchen. Ja, bitte, Salzburg, da sagt schon dabei bei die Brötchen. So, jetzt aber, schönen Abend Salzburg, sorry für die Verspätung. Wir haben die schon in Oberösterreich mitgeschleppt, den halben Tag. Worum geht's? Eben, ja, um Austausch, um Reden, um diskutieren. Ich will aber trotzdem die Gelegenheit nutzen und am Anfang was sagen, damit irgendwo verständlich wird, wo ich den Rahmen sehe und wo sehr viele Stichwörter, glaube ich, dabei sein werden, wie man dann diskutiert oder Fragen stellen kann und so weiter. Deshalb dieser Teil. Ja, schwierige Zeiten. Aber wir sind ja nicht da, um zu lamentieren und zu jammern, sondern um Verantwortung zu übernehmen und in ihr jetzt speziell auch Entscheidungen zu treffen und diese auch zu vertreten und zu präsentieren, was wir heute hier machen und auch Perspektive für die Zukunft geben. Wo kann es weitergehen? Ja? Also das auch in schwierigen Zeiten mit Hoffnung verbunden, das ist verbunden auch mit Zuversicht. Und ich bin der festen Überzeugung, und das wird heute vielleicht noch einmal vorkommen, dass wir einerseits mit Vernunft, irgendwas, was schon ziemlich untergeht zwischendurch, mit Vernunft, aber auch mit Mut und vor allem mit Zuversicht, die Entscheidungen angehen müssen. Und jetzt sage ich gleich einmal was dazu, was ein bisschen robuster ist. Entscheidungen treffen, die haben ja irgendwas mit der Idee von Lösungen zu tun. Und jetzt erleben wir eine Zeit, ich habe gerade von Vernunft geredet, wo mit Anlauf und mit Absicht welche unterwegs sind an den extremen Rändern, die überhaupt, wenn man genau hinhört, gar keine Lösungen wollen. Da hören wir immer, da wird welchen gehuldigt, die einfache Antworten geben, weil da konnten wir leichter mit kommunikativ. Aber es sind ja nicht einmal einfache Antworten, es sind bloß nur einfache Parolen, die geblärt werden und wir wissen ja, wenn Österreich auch mit gemeint ist. Und damit ist die Stadt zu machen, das muss mal klar sein. Also brauchen wir diese Vernunft und den Mut für Entscheidungen und nach vorne zu schauen. Es soll konstruktive Lösungen geben. Da kann man ja viel darüber diskutieren und streiten, vielleicht auch heute hier. Aber das ist ein Unterschied, ob man überhaupt den Ansatz oder die Idee und den Willen und den Plan und die Durchsetzungsfähigkeit hat, Lösungen anzugehen. Dass das nicht immer gern gesehen wird,
oder gern gehört, wird diese andere Frage. Regierungen haben es überall schwierig, weil wir argumentieren jetzt sicherlich auch aus einer Regierungsphase heraus, auch als Grüne, ich bin ja da auf du als grüner Bundessprecher tatsächlich. Und ja, das ist so. Da muss man ein Verständnis haben. Es gibt einen Vertrauensverlust, da braucht man gar nicht in viele Institutionen, aber auch in Regierungen und Parteien, andere Institutionen ähnlich. Und woher kann das kommen? Ja, da habe ich schon ein gewisses Verständnis, dass in derartigen, und jetzt kommen wir zum ersten Stichwort ja wieder zurück, in derartigen Krisen und Kriegszeiten halt auch sowas wie Sorgen bestehen, ganz klar Unsicherheiten, ja auch Ängste. Aber jetzt gilt auch für das, was man fast als Kalenderspruch gehabt hat, für das Individuum, für sie, für die, für mich, für uns, auch für Gesellschaft oder für das Ganze, für uns gemeinsam, dieser jetzt dann nicht mehr Kalenderspruch, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das führt zu Aufgeregtheiten und Unsicherheiten, die sich dann noch unnütz verstärken. Also müssen wir schon versuchen, darauf zu schauen, wo es wieder geht und wie es weitergehen kann. Und da muss man ein paar andere Ehrlichkeiten einmal klar aussprechen, finde ich. In all diesen Krisen und Kriegszeiten, die es hier gibt, ist es schon so, dass man diese Irritationen aufnehmen muss, sich denen stellen, nicht wegreden. Dann sind aber, das gilt sozusagen an alle. Ja. Vor allem aber zweitens von den Entscheidungsträgern, und da kommt der Mut ins Spiel. Es braucht Mut zu Entscheidungen, aber eben bezughabend auf Lösungen und Orientierungen. Und in dem Zusammenhang scheint mir immer wichtiger, dass wir auch die Vieldeutigkeiten, klingt ein bisschen philosophisch, aber die Vieldeutigkeiten der Welt unbedingt akzeptieren müssen, sonst ist es vorbei mit unserer Demokratie. Es gibt eben nicht mehr die eine einzige Sichtweise und Wahrheit. Das hat nichts mit Schwurblereien zu tun, sondern es hat nur damit zu tun, dass es sehr, die Welt wird immer schnelllebiger, immer komplexer, das kann ja jeder ja sehen und verfolgen. Und von daher muss man das ganz, glaube ich, auch ganz gern akzeptieren. Und aus diesem Akzeptieren heraus, ja, weil Salzburg ja auch eine große Kulturstadt ist und wir haben ja bei den Salzburger Festspielen die Eröffnung dürfen, da haben wir das ja auch genauso erklärt, unabgesprochen, fast alle Festredner, jedenfalls der Bundespräsident und ich, dass wir das akzeptieren müssen und dass aus diesen Vieldeutigkeiten heraus auch Kreativität entsteht. Anleihe natürlich aus Kunst und Kultur. Und dass es nicht darum geht, dass man sozusagen ein einziges durchpeitscht. Das ist ein großes Missverständnis, was wir oft im politischen Betrieb jetzt uns wechselseitig unterstellen. Das wäre dann auch nicht gut. Also diese Vieldeutigkeiten akzeptieren bedeutet im Übrigen auch, aufhören mit dem Gerede, immer nur früher war alles besser und die gute alte Zeiten. Es hat immer Probleme gegeben und daraus sollten wir aber auch wieder schon hoffen und schöpfen. Warum? Die Probleme waren groß. Als ich auf die Welt gekommen bin, so alt bin ich dann schon, ja, war die Kuba-Krise. Ja. Wenn man die Schlagzeilen sich auserholt, das machen wir dann auch immer so aus der jeweiligen Geburtszeit, dann können wir lesen, dass die Welt, und das hat ja gestimmt, am Rande eines Atomkriegs stand. Der ist einmal ausgeblieben. Ja. So. Es hat auch andere schwere Krisen gegeben. Viele in der Menschheitsgeschichte, in Europa. Vor wenigen Jahrzehnten waren wir nur ein geschundener Kontinent. Also bis zum Zweiten Weltkrieg. Das haben wir uns zwar selber einbrockt immer in Europa. Europa ein Opfer von Führern und Verführern. Und trotzdem, aus der Kraft der Vernunft, des Mutes und der Zuversicht, und da ist es wieder, ist es gelungen, Sternstunden zu erzeugen auf diesem Kontinent. Die europäische Einigung ist wenige Jahrzehnte, nachdem unsere Großväter, in dem Fall Väter, Urgroßväter, je nachdem wie alt ihr seid, in den Schützengräben sich gegeneinander gegenübergelegen sind sozusagen, Deutschland, Frankreich, weißt du, die Geschichte ist alt, aber sie ist wahr, sie wird immer bedeutsamer wieder, was da gelungen ist. Ein Einigungswerk, wo man sich vorher noch bekriegt und millionenfach umgebracht hat. Und wenn wir da nicht erkennen, dass eh immer einmal was geht, dann muss man mal schauen, wo man sich zugehörig fühlt. Nicht? Und dann sind wir wieder dort. Es gibt halt welche, die was erreichen wollen, und es gibt halt welche, die mal beim Schlechtreden auch ganz gut verdienen. Und jetzt sehen wir die Marktscheide, die sie
Extremisten, diese Populisten an den Rändern, insbesondere rechts, die wollen nicht Probleme lösen, sie wollen Probleme haben und sie brauchen sie auch für ihr Geschäftsmodell. Und deshalb geht es denen auch darum, die Probleme zu bewirtschaften und nicht zu lösen. Und woran erkennen wir diese Marktscheide? Was rückwärtsgewandt ist, Stichwort gute alte Zeit, wie ist aus dem, was Dirigier da zum Teil. Wir erkennen sie an, ich würde einmal sagen, ich lasse es bei 4 Punkten. Wenn ich noch über Europa reden, gebe ich ein Stichwort mit, weil sonst bist du schon zu lang. Demokratie versus Autokratie. Weil jetzt da die europäische Frage wieder stärker wird. Ich sage nur Orban. Wenn man das wollen würde, mache ich reden davon. Nun ist ja nicht so. Dann können wir schauen, was rauskommt. Wirtschaftlicher Verfall, Einschränkung der Freiheit der Einzelnen. Wenn dort die Wirtschaft nicht verfällt, in diesem Orban-Land, und deshalb, weil wir als europäische Bürgerinnen und Bürger Milliarden dorthin zahlen, damit dort irgendwas versorgt und bedient wird, und wo uns dann noch die lange Nase gezeigt wird, weil halt die Europäische Union noch nicht eine vollständige, fertige Republik ist oder Demokratie in diesem Sinne, dass man dort dann immer das Einstimmigkeitsprinzip bloß noch haben muss und einzelne in dieser Art und Weise sich benehmende Staatsführer dann die ganze Partie aufhalten. Aber jedenfalls, Demokratie versus Autokratie. Liberale Demokratie, mit der Aufrechterhaltung des Rechtsstaats und der Justiz, auch ein gutes Stichwort, habe ich mir hinten aufgeschrieben, kann man ja da schon anbringen. Zweitens, eben Europa, europäische Einigung versus Alternationalismus. Das spielt sich alles wieder ab. Vieles von dem, was als errungen geglaubt wurde, wird immer wieder hinterfragt und angegriffen. Eben der liberale Rechtsstaat. Die Rechtsstaatlichkeit und all die Freiheit der Medien und all dieses. Also zweitens, europäische Einigung versus alter Nationalismus. Drittens, Vernunft und irgendeine Art von Aufklärung, Ehrlichkeit, Vernunftbasiertheit, Wissensbasiertheit versus Lügenpropaganda. Das ist die größte Geißel momentan. Wo in den sogenannten sozialen Netzwerken, warum die immer so heißen, ich würde eher so unsozial, sich alle aufführen können wie nur irgendwas. Wo wir schleunigst drauf kommen müssen, dass wir aus Gründen der demokratischen Hygiene auch darauf schauen müssen, dass im Netz nicht das passiert, wenn du das im realen, analogen Leben machst, wie man sagt, in Wahrheit 10 Jahre eingesperrt wirst. Das kannst du dort aber machen. Das muss man da mal erkennen, wo das alles hinführt. Und es ist ja leider nicht so, dass die zivilisatorischen Errungenschaften des wirklichen analogen Lebens einen Einfluss hätten auf die sozialen Medien, dass man sich dort vielleicht wieder zivilisierter verhält. Es scheint ja umgekehrt zu sein. Dort stacheln sie alle auf und kommen auch aggressiv aus dieser Kiste raus, aus dieser Kiste, wo man 4 Stunden am Tag am Handy und am iPad hängt. Wogegen ja vielleicht aus anderen Gründen auch was zu sagen wäre. Aber wenn man uns wechselseitig tut oder viele Gruppen halt nur mehr giftig infiziert, dann muss man erkennen, was das heißt. Also, Vernunft, ich habe es eingangs gesagt, wäre zurück in Propaganda. Und ja, in den großen Fragen der Ökologie, wird euch jetzt auch nicht wundern, Klimaschutz versus die Klimawandelleugner. Das sind schon einmal 4 ganz große Punkte, wo wir uns entlang handeln könnten. Wo man hinstellen sollte, wo wir jedenfalls hinstellen, und deshalb bin ich auch unterwegs, um dieses zu benennen, aber nach vorne zu argumentieren. Das war ja das Ziel. So, und jetzt können wir es einmal durchgehen, ja? Auch für die Zukunft. Ich sage immer, was in den Regierungen gemacht wird, da kann man viel kritisieren. Ja, es sind 1000 Entscheidungen getroffen worden. Es sind Zeiten, die schwierig genug sind, denke ich, das ist nachvollziehbar gegenüber Regierungsperioden in den Zeiten davor. War nicht oft auch so eine große Krise. Jedenfalls mitten in Europa und für Österreich. Und trotzdem werden da Entscheidungen getroffen, sind da alle richtig? Nein, natürlich nicht. Aber Haken, Ärmel aufkrempeln und dann eben auch Verantwortung übernehmen. So heißt das Regierungsprogramm, Verantwortung für Österreich. Den Titel haben wir ihm gegeben, diesen Programm. Und da muss man jetzt mal feststellen, was geht weiter oder was geht nicht weiter. Und gleichzeitig aber, weil es ja auch um Perspektive geht, schauen, wo man da weiter ansetzen kann. Und wenn ich jetzt sage, bleiben wir bei Ökologie, Umweltschutz und Klimaschutz. In diesen 3,5 Jahren ist in Sachen Klimaschutz vielfach mehr weitergegangen, ein Vielfaches, das kann man durchdeklinieren, als
10 Regierungen und 30 Jahre davor. In 3 Jahren mehr als in 30 Jahren davor. Aber ganz, ganz sicher. Reicht das? Nein! Noch viel mehr und noch schneller muss was geschehen. Das sehen wir ja selber auch. Aber man muss einmal sehen, was weitergeht gegenüber früher. Und ich kann sie schnell mal durchdeklinieren. Die berühmte Photovoltaik. Ob es jetzt privat oder im Gewerbe oder sonst wo. Es sind nicht nur die Förderungen, in der Periode von 2019 vorher war, mehr als verzehnfacht worden. Mehr als verzehnfacht. Es wirkt auch. Es haben sich auch die wirklichen Anschlüsse, die Kapazitäten, mehr als verzehnfacht pro Jahr im Zuwachs. Mittlerweile haben wir ja die Engpässe schon bei den Firmen, dass die überhaupt nachkommen. Das ist mega. Da sind wir genau im Plan. Österreich als eines der ersten Länder in Europa, das 2030 Strom wohlgemerkt, Strom, der ist ganz wichtig als Energieträger, wird immer wichtiger, wie ihr wisst, nur mehr aus erneuerbaren Quellen herstellen können. Wir werden zwar anderen auch noch importieren, aber dann wird halt mehr exportiert, der auch grün ist, der Strom nämlich. So. Also diese Bilanz kann gelegt werden, wie es ausschaut. Detto beim Wind geht wieder was weiter. Auch im Bund, auch Bundesländer, die bis jetzt ein bisschen quer im Stall gestanden sind, möglicherweise gehört dieses sehr schöne Bundesland hier dazu, wird was gehen müssen. Und wenn nichts geht, haben wir eine Revolution veranstaltet in Österreich, dass wir nämlich die Umweltgesetze da an der Stelle, ich will das jetzt gar nicht vertiefen, das kann man ja dann diskutieren, so gerichtet haben, dass die von der Nationalratsgesetzgebungskompetenz her natürlich gemacht, damit alles zu ordnen hat, dass in bestimmten Bereichen Bundesländer, Landeshauptleute, wer immer, nicht mehr Windparkprojekte einfach nur so mit irgendeiner komischen Landesverordnung, wo man sich fragt, ob sie die gut sein soll, außer Windkraft zu verhindern. Das wird sie nicht mehr spüren. Das ist für Österreich eine Revolution, dass das so gelingt. Und das gibt's. Warum? Weil die Grünen mitregieren, ja? Und da sieht man den Unterschied. Das ist der nächste Punkt, den ich ausarbeiten will. Es macht einen Unterschied, wer regiert oder wer künftig grün wird oder nicht. Und es stellt sich in vielen Fragen heraus, grün wirkt. Grün wirkt. Und ich sage immer, na gut, es gibt viele Bereiche, wo irrsinnig viel weitergeht. Ich muss das vergleichen, wenn ich Verantwortung übernehmen will. Dann gibt es ein paar, ja, wo sich nichts verändert hat. Okay. Aber es wird kaum was geben, wo sich massiv was verschlechtert hat. Also wenn sich in ganz vielen Bereichen was verbessert, in ein paar stagniert, dann weiß ich, was ich nehme. Ja? Und ich weiß, was die Alternativen sind in dem Land und was sie damals waren und wo wir wären, wenn, da könnte man noch hinkommen, gebe ich gleich mit dem Stichwort, wenn die Blauen noch beim Justizministerium mitgerettet hätten. Was wäre denn dann mit der unabhängigen Justiz, mit den Aufklärungen etc.? Wo würden wir denn stehen? Und wo würden wir wieder hinkommen, wenn solche Zustände einreißen? Das muss man sich vor Augen halten. Und so gesehen gilt das jetzt nochmal zurück zur Ökologie und zum Klimaschutz. Natürlich, du hast erst recht. Jetzt nur mehr, ja, vielleicht für die Diskussion, stichwortartig. Raus aus Öl und Gas wird es mega Förderungen geben. Mehr als bisher, damit die Privaten rauskommen, aber auch für die Industrie gibt es das Korrespondierende. Die FÖST ist dabei, aufgrund von Förderungen der Europäischen Union und von der Bundesregierung, zu einem der ersten großen Stahlwerke der Welt zu werden, das grünen Stahl produziert. Grünen Stahl in dem Sinn, dass er klimaneutral produziert wird. Die steigen 2027 schon ein in Technologien, die braucht dann Strom auch noch, die schon viel, viel weniger CO2 ausstoßen. Und 2030 bis 2035 circa sind die ersten großen Chancen auf Stahlgewinnung mit via Wasserstoff, der dann aber seinerseits natürlich durch grünen Strom erzeugt werden soll. Das mega. Da kann Österreich und Länder in Europa vorn dabei sein. Und wer vorn dabei ist im Klimaschutz, hat die Chancen. Und wer hinten dran ist, hat die Kosten. Und wenn kein Klimaschutz passiert auf der Welt, dann haben wir ja andere Sorgen, möglicherweise. Also, man muss einmal die Chancen sehen. Was wir schon seit 2019 gesagt haben, seit wir Grüne zurückgekommen sind. Fürchtet euch nicht. Klimaschutz hat auch ganz viele Chancen und die sollten wir nutzen, nur es wird immer enger. Und es hat ja sowas von gestimmt, wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der drohenden Klimakatastrophe spürt, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzte, die noch was Wichtiges tun kann. Und wieder, ja tun wir es, fürchten wir uns nicht.
Wir haben die Chancen zu gewinnen, aber eben keine Zeit mehr zu verlieren. Und das muss uns doch antreiben. Und so sollte man das angehen. Und so muss man nach vorne arbeiten. Und das geht ja in einer Tour weiter. Man muss ja nur das weitermachen, was begonnen wurde. Raus aus Öl und Gas. Megaprogramm. Gebäudesanierung. Da kann noch mehr gehen. Das geht langsam. Da geht aber noch mehr. Auch das wird aufgegleist. Die Mobilität. Elektromobilität steigt, kann man viel diskutieren. Ich bin voll dabei, ist auch immer eine Debatte, dass wir die Akkutechnologie anders herkriegen müssen. Da wird massiv geforscht. Das ist das Einzige, wo Europa nach vorne sein kann. Und da sind wir wieder schon gefährdet, dass uns China überholt. Das passiert ja gerade im Anbieten von E-Autos, die halbwegs günstig sind. Aber mit der Akkutechnologie, die das um und auf der Zukunft sein wird, dass die Elektromobilität auch halbwegs ökologisch ist, sie ist es ja noch nicht ganz, das muss man doch sagen. Aber wenn sie zu 80, 90, geht jetzt die Reise schon hin, recycelbar ist die Bestandteile der Akkutechnologie, dass man wieder neue Batterien draus macht oder die alten noch in einem anderen System weiterleben lässt, weil sie als Speicher für was anderes dienen können, bloß nur nicht mehr für Autoantriebe, dann geht was weiter. Und wenn die neuen Akkus sich immer dann ins Netz hängen, wenn der Strom gerade der meiste Ökostrom ist und damit auch vielleicht der billigste, hallo, der billigste, sich dann zuschalten und abschalten, wenn er teurer wird. Warum ist er teurer? Weil er knapp ist und dann soll er ja noch saugen, der Akku. So, und das über die ganze Flotte von Autos, über die Volkswirtschaft, dann kann man sich ausrechnen, was das für eine Veränderung ist. Und die können wir haben, die steht bevor, wenn uns nicht die Falschen in den Arm fallen, die da irgendwas daherreden, dass es gar keinen Klimawandel gibt, die Verbrennerfantasien bis 2100 haben oder was. Ja, da brennt aber vorher der Planet, müssen wir was anderes lieber. Ja? Also, so glaube ich, muss man die Chancen sehen und die Autoindustrie ist ja da schneller als manche politische Einheiten. Die versuchen es eh, die gehen da voran, die haben jetzt schon das Problem, dass sie zu wenig Planungssicherheit hat, dass nämlich die Wirtschaftspolitik zu langsam ist und dann es erst wieder passieren kann, dass China schneller ist, womöglich. Und wie gesagt, in diesen Technologien können wir nach vorne sein. Das sollten wir auch tun und so weiter und so fort. In der ganzen Ökologiefrage abschließend haben wir ja ein anderes Prinzip auch verwirklicht. Schauen wir aufs Geld, ja? Das hat zum Beispiel mit dem massiven Schienenausbau zu tun. Ja, wir haben es wahrgemacht, stell dir vor, es werden weniger Autobahnen weitergebaut. Ganz wenig. Und nachdem das Geld nicht auf den Bäumen wächst, kann man die Milliarden nehmen und in den Schienenausbau stecken. Niemals zuvor ist so viel Geld investiert worden in die ÖBB und wir holen auf, wir sind in Europa die zweitbesten nach der Schweiz. Die haben ja schon jahrzehntelangen Vorsprung. Aber vergleicht das, wenn es irgendwo umeinander fährt. Was da gelungen ist in den letzten Jahren, bei den Nachtzügen sind wir führend in Europa. Wien ist die Drehscheibe für alles. Das ist sensationell. Da geht in massiver Geschwindigkeit was voran. Das ist das gute Stichwort Geschwindigkeit. Und dann preislich, und jetzt der Ökosozial, weil, was ich immer gesagt habe, die Grünen jedenfalls sind ja eine Bewegung und eine Partei der Ökologie und der Gerechtigkeit. Was ist denn das Klimaticket? Das ist mindestens so eine Sozialmaßnahme als eine ökologische Maßnahme. Wenn man um 3 Euro am Tag durch ganz Österreich fahren kann mit so gut wie allen öffentlichen Verkehrsbetrieben. Ja, wenn ich gerade am Schlossberg auf wie vor, so eine ganz eigene Bahn, die könnte da mal fahren mit dem Klimaticket. Ja? Und in Tirol kommt fern auch irgendwo auf. Das ist mega, das ist sensationell. Jahrzehntelang ist das in Regierungsprogrammen angekündigt worden, in einer teureren Version, wie das immer geheißen hat, Österreich, hier, irgendwas dort und da. Jetzt hat es Klimaticket, wer macht den Unterschied, wer hat es gebracht? Die Grünen und Leonore Gewessler. Und das kann man einfach nicht wegreden. Und jetzt sage ich es ja auch deshalb, weil wir eh schon den Nutzen daraus ziehen, aber es soll ja weitergehen. Es soll ja weitergehen, wir dürfen ja nicht nachlassen. Das ist unser Programm, das ist unsere Absicht. Die ganze Steuerreform ist ökologisch sozial umgebaut worden. Wir haben die Möglichkeit, dass jetzt Umweltzerstörung einen Preis kriegt. Aber im Gegenzug, und das ist das Soziale dran, gibt es einen Haufen Steuernachlässe für die, die weniger verdienen. Und vor allem die ganzen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die das Ganze in ein rechtes Lot bringen sozusagen, dass bestimmte Tätigkeiten einfach schädlich sind, aber umsonst ist eigentlich komisch in unserer Welt, ja. Dem wird ein Preis gegeben, dafür heißt es CO2-Preis, das ist eigentlich gar keine Steuer in einem engeren Sinn, das wird ja gerne fälschlich so genannt. Dafür gibt es den Klimabonus, kann man viel diskutieren, aber er führt zu einem,
Diese Rückverteilung ist auch eine Umverteilung von oben nach unten. Warum das? Weil ich das pro Kopf zurückverteile und gleichzeitig die, die weniger Geld haben, weniger CO2 verbrauchen, dann ist ganz logisch, wo es rauskommt. Ja? Und jetzt ist das eh nicht das Wichtigste der Welt, weil momentan sind die fossilen Energieträger eh so teuer, dass das ja kaum ins Gewicht fällt. Aber es ist eingeankert. Es ist ein ganz neues Rad in der Maschine, kein Schräubchen, ein neues Rad. Und das soll wieder wie ausmontieren. Das ist eine Systemumstellung. Und die musst du mal herbringen. Das hatten wenige Länder und mittlerweile gucken alle nach Österreich. Und die deutschen Wirtschaftsberaterinnen und Wirtschaftsberater sagen, der Ampelgrad macht es so wie Österreich, die bringen nur nicht hin, dass sie den Klimabonus auszahlen, weil der Lindner noch 3 Jahre dafür braucht, weil die nicht solche Finanzsysteme haben, die das machen können. Und das finde ich richtig. Nicht nur einen CO2-Preis einheben, sondern das Geld auch zurückgeben, aber in einer Art und Weise, dass umweltfreundliches Verhalten sich lohnt und das umweltschädliche Verhalten dann halt, ja, aber schon eine Spur teurer wird. Und das zieht sich durch. Soziale Frage, wenn es da schon drinnen steckt. Na, was haben wir nicht alles gehört? Früher. Wir haben jetzt die, einmal erstens schon mal die Abschaffung der kalten Progression, das ist alles ganz kompliziert, muss man da glaube ich nicht länger erklären, da geht es darum, dass eine hohe Inflation, was wir jetzt hier haben, quasi immer mehr Steuer zahlt wird, oder überproportional das noch steigt. Sozusagen eine schleichende Steuererhöhung. Aber wir haben es auch so gemacht, dass die unteren Einkommensgruppen auch was davon haben und mehr davon haben. Noch wichtiger in dem Kontext, von uns heraus verhandelt, von sonst niemand, eine Steigerung mit der Teuerung der Sozial- und Familienleistungen, sogenannte Valorisierung der Sozial- und Familienleistungen. Was heißt das? Wenn wir jetzt sehen, dass das sehr stark gestiegen ist, die Teuerung, das stimmt ja um Gottes Willen, dann ziehen aber die Sozial- und Familienleistungen nach. Also kann von dort her gar kein Effekt entstehen, dass man deshalb einen Kaufkraftverlust hat. Und das muss man mal herbringen. Kreisky hat das meiste eingeführt. Das ist lange her. Ich habe davon profitiert. Ich würde wahrscheinlich gar nicht dastehen, wenn es diese Leistungen für meine Eltern nicht gegeben hätte. Für die Schule, in der Schule, Schule und so weiter. Ja. Und seit damals reden da allen voran sozialdemokratische Kanzler, das ist lang her, viele, zählen wir es durch, ein Haufen, immer davon, dass diese Sozialleistungen, war die ein sozialdemokratisches Thema, valorisiert werden. Ist das geschehen? Nie. Ist es jetzt geschehen? Ja, diese Regierung hat es durchgesetzt, obwohl wir mit einer sehr konservativen Partei regieren. Warum? Weil es die Grünen gibt. Grün macht den Unterschied und Grün wirkt. Genau an dieser Stelle sieht man es wieder. Es ist auch ein Sozialprogramm umgesetzt worden. Und das sehen wir bei den Pensionen. Ja, die Teuerung ist da, stimmt. Vorher am Anfang, wie wir regiert haben, war sie ganz gering. Aber eines war jedes Jahr. Sie ist immer für die unteren Drittel der Pensionen bis zur Hälfte, 2/3 manchmal, die Teuerung nicht nur abgegolten worden, sondern die Pensionserhöhung war höher. Nur für die oberen Leute. Okay, vielleicht, gut, kann man diskutieren. Aber rein mathematisch ergibt sich, dass dann auch jetzt, ja, wo die Pensionen gesetzlich einmal weniger gestiegen worden wären als die Inflation, war es so, dass wir dann diese Ausgleichszahlungen gemacht haben. Auch insgesamt drüber. Als die Inflation voriges Jahr bei 8-9 jedenfalls knapp bei 10 rausgekommen ist, ja, das ist schmerzlich, das ist wirklich ein Problem, da können wir darüber diskutieren, wo das herkommt und wo das hinführt. Aber die Pensionserhöhungen waren höher für die drunter, weil die Zusatzzahlungen so waren, dass am Schluss 10,5% Pensionserhöhung rausgekommen ist. Wir sind kritisiert worden dafür. Ja, weil das kostet Geld. Aber ich finde, die es halt brauchen und gerade die Preise für die Lebensmittel und für die Mieten sind ein großes Problem, das ist doch völlig logisch und gerade für die am meisten, die am wenigsten haben, dann sollen wir das auch machen. Und wir haben es gemacht. Und das, glaube ich, kann man nicht wegreden. Die sozialdemokratischen Kanzler, da war oft eine Null-Pensionsrunde. War ja schon mal so. Ja, das hätten wir jetzt brauchen. Also, wir haben auch da geliefert und so soll es weitergehen. Jetzt einmal in die Schlussgerade biegen. Ich habe Sie versprochen, dass mir der Schutz der unabhängigen Justiz so wichtig ist. Und da können wir den Unterschied ja auch spielen. Niemals zuvor ist ohne Ansehen von Person oder Organisation so umfassend, aber auch tiefgreifend ermittelt worden wie jetzt. Man schreibt über die Methoden. Ich bin da sehr dafür, dass die sogenannte Unschuldsvermutung auch wieder ernst genommen wird. Wenn viel mehr ermittelt wird und viel mehr hängen bleibt, dann muss man auch
Da muss man akzeptieren, dass erstmal eine Verurteilung wirklich ein Befund ist in einem Rechtsstaat. Das dann aber schon, da ist ja auch immer viel durcheinander gegangen. Wir stärken auch die Beschuldigtenrechte, auch das halte ich für richtig. Auch das halte ich für richtig. Aber es führt zu mehr Klarheit und vor allem zu mehr Sauberkeit am Schluss. Und all diese Dinge, die passiert sind, die sind den Chats auffliegen. Ja, wann sind denn die passiert? Bevor wir regiert haben, sind sie damals aufgeflogen? Nein, damals sind sie passiert und damals sind sie zugedeckt worden. Seit wir regieren passiert, toi toi toi, wo ist er Holz, wenig bis gar nichts davon, aber jetzt fliegen sie auf. Das heißt, die Seidlitz-Affäre ist für Sie kein Thema? Ja, sicher können wir thematisieren, können wir dann eh reden. Da ist jetzt aber ganz was anderes, hätte ich dann gesagt, das wird Sie nicht wundern. Der Punkt ist, es ist eben ein Riesenunterschied. Und die ganzen rechtsstaatlichen Institutionen eingestärkt. Bevor wir gekommen sind, hat der Vorgänger Justizminister gesagt, die Justiz stirbt in Still und Tod, nichts davon, sie ist quietschlebendig. Bei allen Planstellenerhöhungen, für die ich zuständig bin, kommen die Richterinnen und die Staatsanwälte immer hoch heraus. Jedes Jahr, die Budgets steigen in wenigen Ressorts so stark wie dort. Das Gegenteil ist passiert. Die Justiz ist nicht ausgehungert worden, sie ist gestärkt worden. Warum? Und da ist wieder der Unterschied, weil wir regieren, aber hundertprozentig und grün wirkt. Letzter Punkt. Wir brauchen diese ganze rechtsstaatliche Geschichte auch für Europa. Da passiert einiges Unangenehme, finde ich. Da muss man auch dagegen halten. Ich glaube, wir sollten wissen, wo wir im Ukraine-Konflikt stehen. Aber nicht nur aus quasi Sehnsuchtsgründen dem Frieden hinterherhängen. Der Frieden ist das Wichtigste, was es gibt, damit es da kein Missverständnis gibt. Aber es muss auch klar sein, finde ich, dass Neutralität nicht hassen kann, dass man zuschaut, wenn ein Aggressor einen anderen überfällt. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg Putins auf die Ukraine, das muss man benennen. Und da kann man auch einiges tun, das wird auch versucht. Ich weiß, dass das ein sehr beliebtes Diskussionsthema ist und ich sag's halt dahin. Wir müssen nur sehen, was dort passiert, was da angestiftet wurde. Massenmord, Vergewaltigungen, Kinderverschleppungen, Verstümmelungen. Das in so einer Zeit, wo ich das nie mehr für möglich gehalten hätte. Deshalb investieren wir auch jetzt jawohl mehr in die Verteidigung und in die Sicherheit. Ja, auch wir Grüne. Weil sich die Weltlage dramatisch geändert hat. Die europäische Sicherheitsarchitektur ist völlig erschüttert. Und auch da muss man was tun. Und auch das ist eine europäische Frage. Und auch das organisieren wir gemeinsam. Und zwar so, dass die neutralen Länder in der militärischen Entscheidung neutral bleiben, aber in dem politischen mit der Europäischen Union eine gemeinsame Vorgangsweise finden und nur das macht uns stark. Stärke durch Zusammenhalt statt Schwäche durch Spaltung. Das ist das, worum es da geht. Und das ist, glaube ich, auch was sich diese Regierung zugute schreiben lassen kann. Aber da muss man sich nur ehrlich machen wieder mal, wie wird das weitergehen. Diese schrecklichen Konflikte werden uns noch länger begleiten. Und da, finde ich, sollte man genau die Linie suchen und finden, das ist nicht immer leicht, sehr wohl neutral zu bleiben, aber trotzdem eine Haltung zu haben und politisch die Dinge klar zu benennen und auch im wirtschaftlichen Bereich sich entsprechend zu verhalten und nicht weiter Blutgas von Putin kaufen. Und abschließend, die Grünen sind die vorbereiten, dass wir in wenigen Jahren da rauskommen können. Das ist sehr schwierig, aber ich sage nur einmal, wer hat uns denn das wieder eingebrockt? Wer hat uns denn das wieder eingebrockt? Die anderen drei Parteien, die haben alle mit Putin gekuschelt. Die haben von 2014 weg, wo schon klar war, wo die Reise hingeht, die Gasabhängigkeit von Österreich, von Russland auf von 50% auf über 80 raufgetrieben. Wir sind jetzt wieder auf 50 und runter zum Teil runtergekommen. Und es dauert halt nur ein paar Jahre, bis du da ganz rauskommst. Das kann auch sein, dass das sehr schwierige Entscheidungen noch aufwirft. Man muss es tun. Die anderen haben den Karren in den Dreck gefahren, aber wir ziehen ihn raus. Und auch da erkennst du den Unterschied. Und das, glaube ich, das sollte uns sicher machen, wie die Zukunftsentscheidungen ausschauen sollten. Apropos Zukunft. Ihr merkt schon, sie passiert sowieso. Und ich habe dann Faible dafür, dass man sich engagiert. Sonst sollte man jedenfalls ihn nicht in der Politik herumrennen. Man sollte sich engagieren. Und zwar, Zukunft passiert, ja. Man muss sie aber nicht erleiden. Kann man, ja, kann man. Ich bin dafür, dass wir sie leidenschaftlich gestalten. Danke.
Werner Kogler, für deine einleitenden Worte, dass du uns diese Gedanken in den heutigen Abend mitgegeben hast. Nochmal ganz kurz zum Ablauf. Wir werden Fragen sammeln, bitte ein Handzeichen geben, sich kurz vorzustellen, dann es wird ein Mikrofon rumgehen, genau, ist da hinten, vielleicht sich ganz kurz vorzustellen, und ich würde um Fragen bitten und um eher, ja, damit möglichst viele einfach drankommen, um keine Referate zu halten. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch die Schülerinnen und Schüler vom Akademischen Gymnasium. Wir durften uns vor ein paar Wochen schon treffen im Gemeinderat und haben da schon leidenschaftlich politisch diskutiert. Schön, euch wiederzusehen. Wir hoffen auch auf Fragen von euch. Ja, jetzt wird es zwei mündliche Fragerunden geben mit jeweils 4 bis 5 Fragen. Sie haben alle, wie ich gesagt habe, einen Zettel mit einem QR-Code. Kann man am Handy eine Frage eingeben? Wenn wer das nicht kann, vielleicht den Sitznachbar, die Sitznachbarin abfragen, damit sie behilflich sein kann. Ja, und ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle gleich los und ich bitte um die ersten Fragen und Wortmeldungen. Bitte schön, darf ich? Soll ich auch aufstehen oder? Wie gewünscht, aber sehr, sehr gerne. Macht es wahrscheinlich einfacher, das zu verstehen. Also ich bin Student im 5. Semester, ich tue PPÖ studieren, das ist Philosophie, Politik und Ökonomie in einem, und ich befasse mich sehr viel mit Politik, und ich habe mir im Vorfeld schon überlegt, was ich Sie fragen könnte. Da war meine Überlegung, wie wollen Sie den Österreichern und Österreicherinnen klar machen, dass es Klimaschutz braucht und dass das wichtiger ist als eine Festung Österreich? Weil ich muss ehrlich sein, ich mache mir Sorgen vor nächsten Jahr und der Wahl, die vor uns steht. Und ich will eigentlich nicht in einem gespaltenen Land aufwachsen oder weiterleben. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich sehe Sie alle und versuche das genau. Stefan Bambauer. Ja? Stefan Bambauer, ja, hallo. Ja. Ich bin ein in Österreich lebender Deutscher, und wenn ich mich jetzt umschaue und denke an die nächste Wahl, sehe die FPÖ, da laufen mir kalte Schauer über den Rücken. Wenn man sich jetzt ein bisschen umschaut im eigenen Umfeld, aber auch die Zeitung liest, ist die Frage, warum ist das so? Und ich glaube, da geht es um Migration, sagen wir ehrlich. Das ist das Thema. Wenn das Thema Migration nicht wäre, glaube ich nicht, dass wir solche Werte hätten und dass wir so einer Gefahr entgegenstehen würden. Da wäre meine Frage an Sie als Parteivorsitzender, wie sehen Sie das und was wäre jetzt Ihre Strategie, um, ich sage einfach mal, das Allerschlimmste noch zu verhindern? Schönen Abend. Hallo, mein Name ist Uwe Reifenstahl, ich bin Sozialarbeiterin. Ich möchte mich zuerst einmal recht herzlich für Ihre gute Arbeit bedanken und möchte eine Frage zum Tierschutz stellen. Ich möchte aus den vielen Missständen, die es in Österreich bezüglich Tierschutz leider noch immer gibt, einen herausgreifen und Ihnen dazu eine Frage stellen. Weidetiere sind oft extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Praller Sonne, Hagel und so weiter. Und die meisten Weidetiere haben keinen Unterstand. Und die Tiere leiden darunter. Und meine Frage ist, ob es in der österreichischen Regierung ernsthafte Bemühungen gibt, diesem Zustand ein Ende zu bereiten, das heißt gesetzlich Unterstände für Weidetiere vorzuschreiben. Denn die Weidetiere, die leiden eben darunter und die sind auch eingezäunt, meistens gibt es keine Unterstände, wie gesagt, und sie können nicht mal unter Bäume flüchten, wenn
westfale Sonne gibt. Denn ich denke, im Umgang mit Tieren gilt es auch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Hallo Werner, ich bin grüne Unterstützerin der Stadt Wien gewesen und damals, wie du aufgestellt worden bist, habe ich dich gewählt, weil ich gefunden habe, du bist rhetorisch so gut drauf. Ich halte mich jetzt ganz kurz. Ich bin die Christine Nagel, die sich Österreich europaweit für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzt. Meine Frage geht in die Richtung, der Diskurs in Europa ist momentan übelst. Und ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen bei der Amos-Konferenz den Gesundheitsminister genervt mit der Frage um eines Positionspapiers der Grünen für die Rechte von Sexarbeiterinnen. Hab das mit ein paar Socken selber gestrickt, verstärkt und das tue ich bei dir halt auch. Damit du das nicht vergisst. Nachhaltiger Wunsch. Wenn ich zum Thema Naturschutz, Tierschutz noch eine Ergänzung machen darf, das ist ja eigentlich eine Kernkompetenz der Grünen. Und wenn ich mir so ein bisschen die Leistungsbilanz ansehe, dann muss ich sagen, zum Beispiel Anbindehaltung, sie wurde bis zum Jahr 2030 verlängert, obwohl eigentlich die Anbindehaltung schon seit 2004 verboten ist in Österreich. Stichwort Vollspaltenböden. Unter Johannes Rauch wurde die Übergangsfrist sage und schreibe um 17 Jahre verlängert bis zum Jahr 2040. Ne? Der Kälbertransport ist in Österreich ab der dritten Lebenswoche möglich. Sogar die EU fordert 4 Wochen. Ne? Finden Sie nicht, Herr Vizekanzler, dass man auch als kleiner Regierungspartner irgendwann einmal rote Linien ziehen sollte? Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, also mit dem Bauernbund zu verhandeln. Aber ich glaube, also wie die Dame schon angesprochen hat vorhin, die Videos von VGD sind unerträglich. Ne? Und ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler, auch potenzielle, würden sich da wirklich wünschen, dass da wirklich einmal Pflöcke eingeschlagen werden. Und gerade in dieser Kernkompetenz, glaube ich, wäre es wichtig, dass man doch auch Akzente setzt entsprechend. Danke. Ja, das waren schon mal 5 Fragen, also ganz schönes Ding. Sexarbeiterinnen, ja, das stimmt im Übrigen, ich weiß nicht, ob das alle so verfolgen können, dass es da völlig unterschiedliche Zugänge gibt, wie auf Europäischer Union, wie da gerade Debatten laufen. Ich glaube, dass da viele, dass die meisten das gut meinen. Da, wenn ich das richtig einordnen kann, geht es ja quasi um Verbot von quasi amtliches Verbot von Prostitution versus aber umgekehrt die Rechte der Sexarbeiterinnen zu stärken und das heißt, und das sozusagen als eigenständige und dann aber auch quasi gestärkte und nicht mit Prügeln umeinander geholfen Arbeit und Erwerb ansieht. Was die österreichischen Grünen betrifft, weil danach wurde ja gefragt, da kann ich nur verweisen auf unsere Frauensprecherin, auf die Mary Tisoski, die sich da klar deklariert. Ich erinnere mich, dass einzelne Grüne, ich glaube bei den Bundesgrünen gibt es auch Passagen in programmähnlichen Texten und Schriften, aber mindestens bei den Wiener Grünen, wo das ja mit Sicherheit in Wien ein großes Thema ist, die genau in diese Richtung gehen, die ich hier höre, nämlich Rechte von Sexarbeiterinnen zu stärken. Und ich
Ich denke, dass wir in Österreich als Grüne da sehr weit gehen. Wie weit das in Europa dann eine Rolle spielt, ist eine andere Frage, weil dort ist im Parlament jetzt gerade eine anständige Debatte. Aber ich weiß auch, unsere Europaabgeordnete Moni Wahner genau auf dieser von mir da vermuteten Seite und die sich ja auch solcher Themen annimmt, zum Teil im Europäischen Parlament, die ganz eng mit den Wiener Grünen wieder verbunden ist und in meines Wissens eben in diese Richtungen arbeitet. Dann war Tierschutz und dann Naturschutz, wobei dann auch wieder Tierschutz gemeint wurde, sehr gerne dazu. Ja, ich bin ja früher selber immer, das ist schon einige Jahre her, aber es hat ihn schon gegeben, den Verein gegen Tierfabriken, bei der Grazer Gruppe immer wohl mit dabei gewesen. Wir haben uns da, ja, die machen das bis heute an einem bestimmten Platz am Hauptplatz, manchmal besuche ich sie noch. Das sind schauderhafte Dinge, die da immer wieder aufgedeckt werden. Das sind aber meistens welche, die dann sogar noch quasi illegale sind. Und die Fragen haben sich jetzt ja eher darauf bezogen, was ist denn legal oder nicht und was kann man da durchsetzen oder nicht. Ich glaube, grosso modo, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, ist es jetzt im Durchschnitt ähnlich, glaube ich. Aber es gibt natürlich bessere oder auch noch den einzelnen Fragen oder auch schlechtere. Und jetzt kommen da verschiedene Themen. Die Tiertransporte wurden angesprochen. Da hat sich schon in der Praxis ein bisschen was verbessert, aber ist zu wenig. Aber auch da kann ich auf den Kollegen Tom Weitz verweisen, auch wieder das Europaparlament, der sich da anständig reinhängt und da selber entsprechende Aufdeckervideos macht und sich ja nochmal glauben, wir sitzen da auf der richtigen Seite, nicht mit Tom Weitz, aber mit anderen, habe ich noch als Jugoslawien, wo so lange ist das her, und das gar nicht nur witzig und einfach war, was ich dann jetzt sage, sind wir bei uns in der Schule, ich bin Kleistorf ins Gymnasium gegangen, haben wir unseren Älteren gecheckt, der ein Auto fahren darf und kann und ein Auto gehabt hat und sind wir solchen Tiertransportern nachgefahren, bis oben auf der Kante von Koper, bei Jimmy Carl und haben den dort gestellt, ja, und dann sind wir gestellt worden, weil das ja auch seltsam war für die dortigen Behörden, also sie dürfen mich da schon auf der richtigen Seite vermuten, da ist was, wo man, weil jedes restliche Tierleid, das bleibt, ist immer noch total schier, ja, so. Aber ich glaube schon, dass sich da einiges verbessert hat, vielleicht nicht überall. Ich bin jetzt aber auch draußen aus dem Thema, dafür kann ich da zum Teil nur dilettieren. Ich weiß nur, dass der Kollege Tom Weitz da einiges in die Richtung unternimmt und auch auf Europäischer Union weitertreibt und sich hier das eine oder andere dort abspült. Bei den Vollspaltenböden, weil er versucht jetzt die Stichwörter sogar zu merken, bin ich mir nicht sicher, was die Alternative gewesen wäre, weil wir waren mit der Gronauer Zeitung im Austausch, die da mal wieder quasi jetzt je nach Sichtweise, aber aus ihrer und aus meiner mal eine positive Kampagne gestartet hat. Die hat es dann schon positiv bewertet, soweit ich das mitgekriegt habe, weil die Alternativen wären trotzdem immer noch schlechter gewesen. Und was jetzt passiert, ist schon, dass es nicht mehr erlaubt ist, Vollspaltenböden, ich hoffe, die Bundesländer spielen da alle mit, weil wir dem Föderalismus sind, einfach weiter drauf loszufördern. Also dass sich das noch ausweitet. Meines Wissens ist es jetzt so organisiert, dass das bis dorthin Auslaufmodelle sind. Und da muss man schon auch sehen, wo der Bauernbund, ich will den ja nicht verteidigen, aber wo das Argument herkommt und warum das verdammt noch einmal in erster Linie schon ein europäisches Thema ist, solange die anderen europäischen Länder das umgekehrt machen, aber viel billiges Fleisch und ohne Probleme da einer importieren können, dann ist halt da ein Thema und trotzdem haben wir es gemacht. Ja? Weil die Frage ist ja immer, wird mit einem Verbot in Österreich, solange Importe einfach existieren können ohne Schranken, wird dann was besser auf der Welt? Weil dann müsste man eher mal unseren Fleischkonsum da oder dort hinterfragen, was ja immer mehr Menschen machen. Ich glaube nicht ganz zu Unrecht. Und welches Fleisch, aus welcher Haltung? Und ich glaube schon, das schaue ich mir auch an, in viele Länder, mit denen die österreichischen Bauern in Konkurrenz stehen, ob das dort überhaupt ist, was wir als, ich auch im Übrigen, dann nicht als ausreichend empfinde. Aber das ist halt auch eine realpolitische Entscheidung, wie es dann so gern heißt, dass da
gemessen an den Alternativen trotzdem was verbessert wird. Natürlich muss noch viel mehr weitergehen oder wäre mir was lieber, weil muss ich auch nur dazu sagen, da müssen wir uns erst recht, wie in anderen Fragen auch, andere Mehrheiten organisieren. Weil ich sehe nicht so viele Parteien, außer die sich außenrum gemütlich machen und überhaupt alles verlangen können, ich sehe nicht so viele Parteien, die das wirklich machen würden oder dazu stehen. Und im Übrigen frage ich mich dann dauernd, wie viele Parteien haben die Jahre davor regiert, wo die Probleme noch viel größer waren und was haben die eigentlich dann? Das heißt, diese Mehrheiten zu organisieren, ist gar nicht so einfach. Und wir leben aber auch in einer Demokratie. Und deshalb ist dieser Verweis auf das, was real weitergeht, glaube ich, schon erheblich. Wenn Parteien gewählt werden, die locker miteinander 50-70% zusammenbringen, denen das überhaupt, oder 80 vielleicht, denen das überhaupt kein Anliegen ist, sondern das Gegenteil von dem tun und wollen, dann sind schrittweise Fortschritte auch schon ein Erfolg, gemessen an dem, was wirklich passiert. Dass wir sozusagen, wer sich mit welchem Konzept bewirbt, das ist was anderes und da würden wir ja ganz anders stehen und das tun wir auch. Man muss nur fairerweise dazu sagen, da müsste es uns auch gelingen, schon an den europäischen Außengrenzen, da passiert ja was, weil es außerhalb von Europa ist ja dann oft noch schlimmer, was da importiert wird. Es gibt ja auch noch eine völlige Importschranke und zwischen den Ländern innerhalb Europas auch. Nächster Punkt, auch bei den Tieren, also da kann ich überhaupt nur dilettieren, weil mit den Unterständen, ich kann nicht beurteilen, ob das für jede, alle Tiergattungen gleich ist. Ich glaube, das wird sicher welche geben, wo jedenfalls vom menschlichen Empfinden her und vom Hinschauen, das ein Defizit ist, das Sie benannt haben. Ob das immer für alle gleich ist, weiß ich nicht. Im Übrigen sehe ich da schon eine Verantwortung bei den Tierhaltern, dieses zu tun. Viele tun es auch, andere wieder nicht. Und was da je nach, was da jeweils tiergerecht ist und da eine Vorschrift drauf zu binden, bin ich sehr gern bereit, das nochmal weiterzugeben. Aber ich glaube, das kann man gar nicht alles über, wie sagt man da, alles über einen Kamm scheren. Aber von meinem Empfinden, ja, wenn man so in der Gegend herumfährt oder da mal zum Spazieren kommt, dann geht es mir auch so wie Ihnen. Was das Gescheiteste ist, muss ich andere Gescheite fragen. Das Tierwohl ist sicher das Richtigste und Wichtigste und, ja, in diesem Spannungsfeld, ich würde gar nicht anders reden, ich meine, Sie haben es ja eh anerkennenderweise ein bisschen so eingebaut in Ihren Redebeitrag, das existiert, da haben wir genau den Punkt, ja, man soll ja auch nicht immer gleich ist. So, die anderen Fragen, beiden hängen ja zusammen, mit der Migration, zweite und erste, naja, was tut man, ja, wenn gemeint ist, dass halt eine bestimmte Partei, die ich ja vorher schon quasi indirekt mit eingenommen habe von Anfang weg, da halt in den sogenannten Meinungsumfragen höher liegt, ja, sozusagen ehrlicherweise was Ehrliches machen. Weil man kann nicht mit den gleichen Mitteln irgendwas aufziehen, aber denke ich, obwohl er machen wir da noch wer. Aber das ist ja genauso ein Beitrag hier und heute. Oder auch von anderen, das habe ich vorher unterschlagen bei meiner Aufstellung, ja, wo ich gesagt habe, Mut, der Entscheidungsträger, dann Vieldeutigkeit zulassen, was da noch kommt. Da gibt es ein Gescheitsbuch von Andreas Novi, der das darunter dekliniert. Kann man sich anschauen, wo diese Punkte vorkommen. Und da geht es darum, wenn man was Gröberes jetzt entweder verhindern will oder erreichen will, dann müssen sich die Konstruktiven, und das sehe ich auch so, heute halt einmal, wie unsere deutschen Nachbarn sagen würden, unterhacken. Und das hat zu tun mit Parteien, ja, dass man sich die zwei Unterschiede haben, aber nicht so drauf sind, dass quasi überhaupt das sogenannte System und mit irgendeinem Nazi-Vokabular durch die Gegend hantiert wird, die sich da voll abgrenzen und was anderes wollen. Aber die tun sie eh alle gleich schwer. Ja? Das hängt im Übrigen ganz groß mit diesem Gift der unsozialen Medien zusammen, von dem ich vorher geredet habe. Sonst wären diese Phänomene gar nicht erklärbar. Die leben ja davon auch. So. Aber man muss natürlich unterscheiden von denen, die das treiben und betreiben und den Wählerinnen und Wählern, das ist immer ganz wichtig, da gibt es immer regelmäßig Missverständnisse und wenn man sich kritisch äußert, und ich kenne das schon für diese sogenannten unsozialen Medien, ja, da wird immer nur genau das ausgeschnitten, wo man was kritisiert, mittlerweile wird damit, und dann zu behaupten, der beschimpft euch alle. Das Gegenteil ist der Fall. Ich nehme die Unsicherheiten und die Sorgen der Leute ernst.
Aber die Frage ist, was tut man? Ja, es ist halt das andere durchaus erfolgreich mit dem Umeinanderholzen in der Gegend, aber damit werden wir am Schluss nicht weit kommen. Schauen wir uns an, was nach dem Brexit passiert ist. Die gleichen politischen Treuverbrechen, die eingegordert haben, das erste Mal so richtig groß. Oder eben Stichwort Ungarn und so weiter und so fort. Na, da kann man mal die Frage stellen, ob man dorthin will. Und in diese Auseinandersetzung müssen wir rein. Die Parteien, die halt anders miteinander umgehen sollten und wollten und auch ein Bündnis wieder, und die Grünen waren immer eine Bündnispartei, und nur so sind wir wieder auferstanden im Übrigen. Ein Bündnis vom Bundespräsidenten bis zu den konstruktiven Parteien mit den Gewerkschaften, mit den Unternehmerverbänden, jawohl, und Unternehmerinnen, mit den Vertreterinnen der Glaubensgemeinschaft, wir haben uns jetzt einmal getroffen, unter anderem um dieses anzuschauen, weil ja immer mehr auseinandergespalten wird, ja, auch in den aufgeheizten Situationen, Ost und so weiter, mit Organisationen der Zivilgesellschaft, wie man in Österreich sagt, es gibt sehr viele engagierte Menschen und die müssen halt schauen, dass sie zusammenfinden und sich nicht gegenseitig auf die Nerven gehen, weil natürlich haben wir Unterschiede. Das ist ja so in der Demokratie, sind wir froh, dass wir da drin leben können und wir sollten jene adressieren und vor den Vorhang zerren, die eben mit ihrer komischen Systemräderei am Volkskanzler in Wahrheit dabei sind, diese Demokratie ein bisschen auf die Seiten zu rahmen. Das muss man natürlich auch sagen. Und der letzte zu dem, man muss sich auch nicht nur fürchten. Ja? Es ist ein nationaler Zweig. Nicht? Und da hat sich der Glück wieder war beim ersten. Müssen wir uns immer nur sorgen. Ja? Naja, sag ich ja. Aber man kann auch was tun. Und es ist ein nationaler Zweig. Und wenn da von irgendeinem Volkskanzler herumgeredet wird, ja? Ich meine, welch grindiger brauner Jargon. Also eine Geschichte. Okay, gut. Aber es ist ein einziger an der Stadtspitze in Österreich, der direkt vom Volk gewählt wird, ja, das ist ein Volksbundespräsident dann schon, das steht so in der Verfassung. Es gibt keinen Volkskanzler in der Verfassung. Ich weiß gar nicht, was das Ganze zinnobern soll, aber ich weiß ja natürlich, was damit insinuiert wird, ja. Wenn man eine relative Mehrheit hat, also vor einer Partei, dann ist ein automatischer Kanzleranspruch ein kompletter Blödsinn. Gerade die Blauen waren schon einmal so dabei, wo das nicht so war. Und das darf auch so sein. Weil eine Volksvertretung gewählt wird, ja, da steckt das Wort Volk drinnen, aber dann wieder in einer positiven Drehung. Und wer sind Volksvertreter? Der Nationalrat, der Landtag und so weiter. So schaut's aus. Und dann werden sich dort Mehrheiten bilden. Dann kann es immer noch sein, dass das rauskommt. Aber das wird vom Verhalten von diesen Volksvertretern und von den gewählten Parteien abhängen und von meinen Kollegen und Umständen. Ja? Da wissen wir, okay, ja, wenn eine Mehrheit im Nationalrat ist, kann sich in Österreich leichter Bündnis finden. Minderheitenregierungen sind ja eher nicht sehr stabil in Österreich, oder gibt es ja fast nicht, oder eigentlich gar nicht. Also wird man sie dorthin verlagern müssen. Und deshalb glaube ich, muss man auch, was die Migration betrifft, mal schon das ehrlich sehen. Das kann man aber in der nächsten Runde mitverlagern, damit die jetzt nicht zu lang wird. Was ich schon sagen kann, ist, dass wir das mit einerseits Humanität angehen müssen, aber jedenfalls mit Ordnung und Recht. Das ist völlig klar. Humanität und Ordnung. Das gilt für die europäischen Außengrenzen, wo mehr passieren wird. Die europäischen Staaten sind das erste Mal einig, dass dort, was ist es, politisch steht, das erste Mal eine Chance auf ein einheitliches Asylverfahren nach diesen vielen Pakten, die es jetzt gibt, die auch so heißen, Migrationspakte. Es besteht das erste Mal die Chance auf Verteilungsschlüssel. Es besteht das erste Mal die Chance, dass die Länder unterschiedliche Beiträge leisten können. Und es besteht die Chance, wenn Österreich sich gut verwaltet, dass wir das dort auch erkämpfen, weil Österreich tut sehr viel, ja? dass die vielen Menschen, die bei uns Asylrecht gekriegt haben, oder wenn man anderes Kriterium sind einfach die Anträge, dass die auch angerechnet werden, wenn man dann vom Verteilschlüssel redet. Das sind alles gute Nachrichten, denke ich mal. Das erste Mal gibt es die Chance dort, also auch da muss man nicht sich nur fürchten, sondern was angehen. Und wovor man sich fürchten muss, ist, wenn wir da so weiterreden und der Festung Österreich und das Ganze, dass wir uns noch den Finger abschneiden und gleich die ganze Hand womöglich nur, wenn wir weiter so daherpalabern, weil wir brauchen, das ist jetzt was anderes als Asylgründe, das ist ja völlig richtig, da rede ich ja nicht vorbei, aber wir haben ein ganz anderes Problem auch, oder tut vor, wenn wir keine Fachkräftezuwanderung haben, verlieren wir massiv an Wohlstand und auch dort, wo wir soziale Dienste leisten. Es ist denkunmöglich, dass wir die Pflege die nächsten 10 bis 30 Jahre ohne diese ausländischen, auch Fachkräfte, organisieren können ausreichend. Das ist so. Ja? Und die ganzen Länder in der Europäischen Union sind unterwegs und schauen, wie sie das organisieren können. Und wir fallen dort zurück, weil wir schon wieder blöd auffallen mit diesem Geplärre von Festung Österreich, weil das ja nicht attraktiv ist für jemanden, dass man da
daherkommt. Ja? Und davon zu unterscheiden, ist eben eine andere Art von Migration. Das ist, ja, das ist völlig richtig. Und zum Klimaschutz haben wir uns, glaube ich, ausreichend unterhalten. Ob das immer ein gleich großes Wahlmotiv ist, das hängt natürlich auch von Themen ab. Und momentan ist Klimaschutz für viele, Gott sei Dank, immer noch ganz wichtig. Aber er war schon mal weiter vorn, weil halt so viele andere Krisen sind. Da muss man Verständnis haben und dann sind wir wieder dort für das richtige Werben und Hinstehen. Danke. So, ich habe jetzt ganz viele Wortmeldungen und ich würde jetzt das ein bisschen so strukturieren wollen, dass wir blockweise vorgehen. Und da waren sehr viele, ich sehe da eine, genau, da. Die war später und da vorne würde ich nur dazu nehmen und dann gehen wir in die nächste Runde. Ja, servus, grüß dich, Werner. Versuche ich, wenn bitte Frauen sich auch zu melden. Ja. Kirchenbleichner Norbert, Gemeindevertreter der Urlene ist Bettensbischof 28 Jahre lang, also ich bin schon ein Uralteisen. Zunächst einmal tausendmal Dankeschön für das Klimaticket. Ich erspare mir im Jahr 4.500 Euro. Das muss ich mir so mal vorstellen. 4.500 Euro. Ich war heute gerade wieder in Wien, Maria Hüferstraße, möchte ich den Wiener Grünen Dankeschön sagen, weil so klasse wie der Maria Hüferstraße ist, ein Erfolg nur zum Loben. Und dann würde ich sogar das Klimaticket weiterentwickeln, das sollte jeder haben. Ich würde fast mit meinem Kanalanschluss das Klimaticket vorschreiben und nach Einkommen. Und die, die mehr haben, die müssen halt 1% für ein Einkommen zahlen. Und wenn einer halt eine Million verdient und zahlt, dann wäre der Figeriker rote Nummer drauf, wir haben keine Backe bewahren. Aber Spaß beiseite. Das eine zweite. Frage, bitte. Ja, die Frage. Das zweite, ja, die Frage, ob der Werner das Klimaticket weiterentwickelt, das wäre interessant. Und das zweite, eine große Bitte. Bodenfraß, ganz was Wichtiges. Wir in Salzburg waren wenigstens ein bisschen brav mit der Raumordnung. Aber ganz wichtig wäre für mich, dass die Gemeinde nicht mehr alleine die Kommunalabgabe einheben kann, sondern lieber Werner, vielleicht gelingt es euch, dass das nur mehr bezirksweise ist, dann können sie die Dorfkaiser untereinander nicht so duellieren, uns geht es viel besser, denn Bodenfraß, das müssen wir finden, wir haben in Zug aufgefahren in Oberösterreich, was Oberösterreich sündigt an Verbrauch des Bodens, das ist schrecklich. Zum Glück ist in Espetten der Gewerbegrund so teuer, der kostet über 400 Euro, da kann man nicht mehr alles verbauen. Danke. Und ganz wichtig ist die Bitte, was tun wir mit der Kommunalabgabe. Eine Frage bitte. Runde. Danke. Sonst kommen wir nicht durch und es sollten möglichst viele Möglichkeiten. Absolut. Bitte. Hört man mich? Ja, kriegt mich schwarz im Mikro. Ja, Raimund Grössenberger von den Grünen, Obertrum am See. Lieber Werner, danke, dass du da den Weg zu uns gefunden hast. Nein, man kann es nicht oft genug sagen. Ganz kurze Wortmeldung, du musst jetzt deine Kristallkugel auspacken. Wir sind hier im Stadtteil von Kai Michael Dankl. Haben wir eine kommunistische Partei am Stimmzettel? Und wenn ja, was macht das mit uns? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Müssen wir uns da irgendwie ein bisschen anders ausrichten? Danke. Ich hätte auch eine. Mein Name ist Peter Bruck. Ich interessiere mich, was Sie für 2028 an Programm haben. Warum? Weil ich glaube, dass gerade auch Ihre Rede heute die Rede eines Regierungsvertreters war. Defensiv. Und defensiv gewinnt man keine Wahlen. Wenn man sich noch anschaut, die Umfragen, dann wollen 41% der Österreicher ein anderes System. 68% der Österreicher glauben nicht, dass der Klimawandel gemanagt werden kann. Und man muss wirklich hergehen und sagen, okay, was können wir positiv, proaktiv tun und nicht das System verteidigen, sonst ist man in der Elitenfalle in der Wahlausbewegung. Und das ist meine große Sorge, ob sie das wirklich also auch in den Griff kriegen, dass man proaktiv, aggressiv auf verschiedene Schmerzpunkte hingeht. Sie haben es im Sommer gemacht in Bezug auf die Frage Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Ich glaube, dass die Frage Bodenfraß genauso eine Frage ist. Und man muss 4, 5 solche Pflöcke einschlagen. Und ich würde gerne wissen, was sind diese 4, 5 Pflöcke für 2028?
Walter Edgar von Oberalm Architekt, Grüne Oberalm, und ist da ganz in der Nähe. Und mir sind zwei Stichwörter eingefallen. Das eine ist Entschuldigung. Und der zweite ist, das ist Verantwortung für Österreich, das gefallen wurde. Also eigentlich Zukunftshoffnung wäre der zweite Punkt. Und woher ist es gekommen? Ich war beim Friseur in der Covid-Zeit. Ja, und da hat meine Friseurin, also mit einer Wut im Brand, wirklich gesagt, das Einzige, was noch wählbar ist, ist die FPÖ, weil alles andere funktioniert nicht. Die sperren uns alle ein. Ja. Und da gibt es ganz am Schluss in der Covid-Zeit, das uns immer noch nachhängt, bitte, man darf das nicht vergessen. Da gibt es immer noch diesen Punkt, wo es heißt, wir müssen jetzt alle uns definitiv impfen. Man kann jetzt Impfgegner oder Füße, ist egal, aber da kommt dann kommt das Stichwort Entschuldigung rein. Weil da wäre es vielleicht ganz gut, wir können uns das leisten. Ich glaube, die Grünen haben die Kraft, dass sie mal sagen, da haben wir halt einmal vielleicht nicht ganz richtig entschieden, wie sich vielleicht auch erst im Nachhinein herausgestellt hat. Ich bin nicht der Wissenschaftler. Zweiter Punkt ist, dass man nicht nur sagt, man entschuldigt sich, sondern man kann auch vielleicht einmal diese Hoffnung bringen. Und ich habe da von dieser Oxford-Studie gelesen, die besagt, dass diese Umstellung von der Energie, also dass man auf alternative Energie europaweit umsteigt, dass das ein Faktor von 1 Million Einsatz, 30 Millionen Gewinn zurückbringt. Also das Gewinn für Unternehmer, Gewinn aber natürlich auch für alle anderen, weil die Verdienung verdienen wir alle. Und das würde ich sagen, jetzt für ganz Europa, für Österreich glaube ich war es nur 1:8. Aber gut genug. Danke. Dann würde ich da noch die Frage dazu nehmen und dann gehen wir auf diese Seite bei der nächsten Runde. Georg Heigerhuser, du hast am 9. Oktober, zwei Tage nach deinem schrecklichen Anschlag aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels, ein Mail ausgeschickt, wo du erklärt hast, dass wir ganz an der Seite Israels stehen. Und ich habe dir darauf eine ziemlich erboste Mail zurückgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der Grund war der, dass nach meinem Gefühl in deinem Mail die Palästinenser nicht vorgekommen sind. So, warum ich mich so darum kümmere, ich habe in diesem Jahr 3 Monate, April, Mai, Juni, in der Westbank verbracht und dort im Zuge einer Menschenrechtsbeobachtung gesehen, wie die Lage in den besetzten Gebieten ist. Und heute lese ich, zugeschickt bekommen einen Artikel aus der israelischen Tageszeitung Haaretz, dass auch in der Westbank die Situation vor dem Explodieren ist. Worauf will ich hinaus? Ich hoffe, dass wir nicht sagen, das ist weit weg, das geht uns nichts an, sondern das betrifft uns ja auch in der Gesellschaft in Österreich. Ich finde, es ist eine falsche Entscheidung, in dieser Frage nur ganz an der Seite Israels zu stehen. Ich glaube, es ist auch nicht gut an Israel. Meine Meinung ist die derzeitige in Israel dominierte Politik hat keinen Platz für die Palästinenser. Und das kann auf Dauer auch für Israel und für die dort lebenden Juden nicht gut sein. Und mir wäre das ganz wichtig, dass wir in Österreich, ich weiß, meine Außenpolitik ist auf der Seite der ÖVP, aber dass wir uns trotzdem gemeinsam Gedanken machen. Und es gibt Entwürfe für ein gedeihliches Zusammenleben, aber es wird ganz, ganz schwierig sein, weil es beiden Seiten sehr viel abverlangt. Und ich möchte wissen, wo stehen da die Grünen und wo könnte ich zum Beispiel mitarbeiten, an dieser Linie weiter mitzuarbeiten. Fragen, schauen wir mal über die Auffallen. Ich fang da an, weil das vorher erst gar nicht drin war im Thema, sondern ein bisschen nur die Ukraine. Erstens mal tut es mir leid, wenn
ich selber das nicht gelesen habe oder beantwortet habe, ich hätte aber fast angenommen, dass den einzigen, den ich habe überhaupt in der grünen Regierungsteam, ein Referent, aber der gute Kollege, sich das schon zu Herzen genommen hat und eine Antwort zumindest versucht hat, weil das wollen wir dann schon natürlich. In der Sache selber, zwei Tage nachher oder drei, keine Ahnung, wenige Tage nachher haben wir ja am Wahlhausplatz mehrere Regierungsvertreter, aber auch andere, zu diesem zunächst einmal, und da muss man sich schon mal an den Akutanlass, das alles immer Geschichte hat, ist schon klar, ja, aber diese Kontextualisierung, wie man das nennt, will ich jetzt ganz bewusst weglassen, das sagt dann schon noch was zum Palästinensischen. Man muss mal wissen, was da gerade eben mal passiert ist, ja, und das ist ja was, seinesgleichen sucht und schon ewig nicht da war, jedenfalls seit dem Holocaust. Und das müssen wir schon mal zuerst sehen und benennen als Ereignis, was alles gesprengt hat. Und das muss man dort einmal sehen. Ja? So, was ist passiert? Das war ein Terrorüberfall, der an Grausamkeit nicht zu, wie sagt man, übersteigern ist. Also ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Und wir haben ja da am Samstag schon von den Diensten die Fotos und teilweise bewegte Bilder gehabt. Und das kann man sich nicht vorstellen. Ich sage aber ein bisschen was davon. Ja? Die sind gekommen und haben bei einem Konzert, was eigentlich ein Friedenskonzert war, halber das, Hunderte, 200 oder was am Schluss, jetzt kriegt man die Zahlen erst richtig her, einfach über den Haufen geschossen. Die flüchten wollten, haben sie aus die Autos gezerrt, verprügelt, gefoltert, erschossen. In den Häusern wurden die Leute entweder anzünden, wenn sie im von der Regierung gestifteten Bunkern, die dort haben, für solche Fälle, die noch anderthalb, wurden entweder ausgeräuchert, sind erschossen worden oder drinnen verbrannt. Es wurden Kinder umgebracht, gleich einmal so. Sie wurden dann auch noch verschleppt, weil das ist dann die Geiselfrage. Da will ich jetzt aber nicht hingehen. Nur um das einmal zu beschreiben, was da vorgeht. Frauenkörper, die lebend über die Grenze nach Gaza geschliffen wurden, erkennbar mit Folterspuren, die dann dort noch bespuckt wurden, wo gejubelt wurde, das ist in seiner Dimension für mich jedenfalls einmalig. Und das lasse ich mir nicht ausreden. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht für die Palästinenser sein kann. Wenn das in sich hat, dann hört sich jede Zivilisation auf. Jede Zivilisation, und da habe ich in Österreich für niemand ein Verständnis, wurscht woher, von links, von rechts, gibt es ja alles, von islamistischen Fundamentalisten auch in Österreich, die dadurch irgendwie ihre Worte nicht finden oder noch zustimmend sind, was wir auch haben. Da können wir abfahren damit. Ja, dass das einmal nur ganz klar ist, aber völlig klar. Und deshalb braucht es auch entsprechende Reaktionen. So, jetzt dazu der Haltung dazu. Zu dem. Natürlich ist in Österreich und in Deutschland, ich sehe das genau wie Kollege Habeck, mit dem man sich unterhalten, mit Kollegen Cem Özdemir, der zu diesen Fragen immer sich schon angestellt hat. Ist es so, dass wir besondere historische Verantwortung haben, auch wenn das manche nicht mehr hören können? Wenn es so ist, dass bis 1945, und das waren die meisten Toten seit damals, Millionen Juden umgebracht wurden auf die grausamste Art. Warum? Weil sie Juden waren. In Österreich, ich habe das Glück gehabt, dass die Schulpolitik endlich ein bisschen andere geworden ist, ja, im Geschichtsunterricht. Und bin gerade noch in der letzten 18, der 8. Klasse mit 18 nach Mauthausen gekommen. Und ich könnte heute noch lernen, ich habe es nicht für möglich gehalten. Und ich bin der Meinung, unverbrüchlich, dass Österreich und Deutschland hier eine besondere Aufgabe haben, weil ein bestimmtes Gebiet auf der Welt gesucht wurde, okay, wo Juden hingehen können und zumindest den Versuch starten, sicher zu leben. Und das muss man einmal sehen. Und jetzt hat das gar nichts damit zu tun, und jetzt komme ich zu dem, weil ich verstehe das gut, dass natürlich auch die palästinensische Bevölkerung, die Menschen, die Kinder, und ich war der Erste, der das in Österreich gesagt hat, schon bei dieser Kundgebung am Ballhausplatz, das war noch dann zwei Tage später, als dieser der 7.9. und dann am Mittwoch war der 11. Ich bin der Einzige, der dort gesagt hat, man muss Israel, die Regierung, die Parteien, die Staatspolitik kritisieren dürfen und können.
Ja. Auch, und dann ist es weit, auch palästinensische Kinder haben ein Recht auf Leben, by the way. Na, selbstverständlich. Ich bin da voll dabei. Nur, was man schon sehen muss, ist, diese Kontextualisierung und Relativierung geht sich bei dem, was da passiert ist, nicht aus. Das ist ein bis jetzt unfassbares Verbrechen, das noch dazu als solches ausgerechnet der Welt zur Schau gestellt werden sollte. Heute ist es ein mittelalterlicher Vorgang, wo damals die Leute, im Übrigen ja die Juden, ja, in Spanien, in Portugal, kann man sich die historischen Filme anschauen, gefoltert wurden, durch die Straße gezogen wurden, angekettet von vorn, von Pferden gezogen über die sozialen Medien, wo man das mal ausspülen kann. Wenn das keine Reaktion dieser Art hervorruft, dann ist das Ende der Zivilisation. Und das muss uns klar sein. Die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser. Na, selbstverständlich. Und wie geht das? Da fangen wir jetzt von hinten an. Der Alexander van der Bellen und ich haben ja immer die zweite Staatenlösung vertreten, bis heute. Na, logisch. Das wird immer schwieriger, weil Israel mit der Siedlungspolitik so vorgegangen ist, wie wir wissen, im Westjordanland. Das wurde ja regelmäßig kritisiert, selbst von den USA. Ja, so. Das ist, glaube ich, wesentlich. Und das kann. Jetzt haben wir einen Verlust von Jahren und Jahrzehnten, bis das besser werden kann, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Aber was sicher nicht geht, ist aus all diesen vorgenannten Gründen, Israel das Existenzrecht abzusprechen. Das wird sich nicht ausgehen und da bin ich total dagegen und man kann trotzdem und überhaupt und gleichzeitig für die Rechte der Palästinenser eintreten. Das sehe ich so. Und wenn Israel Fehler macht, so wie bei der Siedlungspolitik, dann muss man das auch benennen und auch vielleicht sogar was tun. Und die Europäische Union hat immer was getan, im Übrigen auch im Gazastreifen. Und dann frage ich mich im Übrigen noch was. Wo sind denn die vielen arabischen verbündeten Länder? Was haben die gemacht im Gazastreifen? Wo haben die dort einmal geholfen? Das sind Milliardärsländer, Saudi-Arabien, alle die dort, Katar, ja? Haben die dort irgendwo was geholfen? Nein, sie haben den Terror finanziert. Das ist doch die Aufstellung. Und jetzt verschanzt sich die Hamas zwischen ihrer eigenen Zivilbevölkerung, die sie eigentlich vertreten sollte. Und dann wird es natürlich schwierig. Und es ist schwierig. Das muss man einfach sehen. Und trotzdem wird versucht, so vorzugehen, dass man weiter. Und da habe ich volles Verständnis, weil Israel muss seine Leute verteidigen können, dass die versuchen, diese Terrorzelle auszuschalten. Da bin ich aber sowas dabei. Das heißt nicht, dass alles geht. Es geht um humanitäre Versorgungsmöglichkeiten, natürlich selbstverständlich. Da wird ja daran gearbeitet, ob das immer gelingt und ob das jetzt da verhältnismäßig ist, ist eine andere Frage. Das mag ich da gar nicht mehr bewerten, nur damit meine Haltung klar wird und wofür wir auch eintreten. Wir sind auch dabei, die humanitäre Hilfe für Gaza zu verlängern. Aber sicher nicht mehr, wenn es so ausschaut, dass Möglichkeit besteht, dass irgendein Euro von Europa oder von Österreich zu Hamas kommt. Nein, never ever. Das ist vorbei. Weil die haben nie für ihre eigenen Leute was gemacht. Die haben investiert in Angriffsobjekte. Wo kommt denn das alles her? Wie können denn die zigtausende Raketen dauernd auf Israel schießen? Das sind die Mittel hineingegangen. Und das geht nicht mehr. Und das muss man ausschalten. Und da haben die völlig recht. Und dann geht es aber um die Hamas an der Stelle. Aber das ist ja hoffentlich nicht die ganze Bevölkerung dort. Und das ist auch nicht so. Also muss man für die auch was tun. Und das ist schwierig genug. Ich bitte nur, dieses Dilemma zu verstehen. Man kann für das Existenzrecht Israels sein. Man kann gegen Antisemitismus in Österreich sein und soll es. Man soll diese Terrorattacken nicht bejubeln. Und man kann gleichzeitig dafür sein, dass an die palästinensischen Kinder und die Bevölkerung genauso wichtig ist. Und dafür werbe ich. Und dass man da irgendwas miteinander vermischt, dafür werde ich mit vollem Herzen eintreten. Ehrlicherweise ein ganz anderes Thema. Der Rudi Anschober, der Wolfgang Mückstein und ich auch, wir haben öfter gesagt, die vielen Maßnahmen, von denen ich vorher schon geredet habe, dass da einmal was schief geht, und haben uns auch entschuldigt, weil das jetzt gerade das Thema war. Für manche Verordnungen waren es in der Regel, die aufgehoben wurden vom Verfassungsgerichtshof. Viele großen haben aber bestanden, waren verfassungskonform. Das muss man schon dazu sagen. Und beispielsweise
das war schon eine recht strenge Geschichte, stimmt schon, und da kann man viel diskutieren, aber man muss noch Entscheidungen treffen, ich habe es gesagt, dass die Bewegungseinschränkungen, die es ja gegeben hat, im Übrigen waren es die Grünen, die dafür gekämpft haben, dass es nie eine Ausgangssperre gegeben hat, vom ersten Tag weg. Es waren Ausgangsbeschränkungen, ja, obwohl der Kurz immer was anderes erzählt hat. Und ich habe schon vom ersten Tag weg gesagt, nur ich soll mir öffentlich nicht so durchkommen, die Leute sollen sich bewegen, sie sollen rausgehen, sie sollen Sport betreiben, vom ersten Tag weg, aber nur halt nicht aufeinander bitten. Ja? Und gerade im Freien mit Abstand und so weiter. Trotzdem, ja, da sind viele Fehler passiert. Ja? Ich sage noch einmal, bei tausenden Entscheidungen sind sicher nicht alle richtig und vor allem, was richtig oder falsch ist, ist in so einer Situation ja auch nicht eruierbar oder messbar, weil viele Expertinnen und Experten auch in die Richtung geraten, weniger in eine andere, da war auch keine einheitliche Meinung und so weiter und so fort. Und ich will mich immer vertreten, obwohl in diesen unsozialen Medien da das Gegenteil behauptet wird, dass die, wenn man was gegen das Impfen überhaupt ist, ja, und erst recht gegen eine Impfpflicht. Ja, natürlich kann man dagegen demonstrieren und soll man dürfen und kann man das so oder so sehen. Na, selbstverständlich. Ich habe mich immer nur dagegen gewehrt, dass Einzelne an der Spitze waren, die die anderen schon wieder mal missbraucht haben, die dann sehr wohl dem rechten Lager, den Identitären, den Neonazis zurechenbar waren, die sie vorhin auf die Bühne gestellt haben. Und ich sage das immer wieder, obwohl man dann dafür verunglimpft wird, dass alle so warten. Das Gegenteil, die Menschen, und ich bin davor im Nationalrat aufgestanden auf der Regierungsbank, ja, nicht das Demonstrationsrecht einzuschränken. Das wäre auch mal eine Anerkennung wert. Da haben in anderen Ländern ganz was anderes erlebt, ehrlicherweise. Ja. Und ich stehe bis heute dazu, ja, dass das gut war, dass die Leute dagegen wehren können, also auch wenn es da Ausschreitungen gegeben hat, mal hin und wieder. Ja. Aber das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich das Demonstrationsrecht und jenes der Meinungsfreiheit. Und zum Impfen selber nochmal, ja, das ist sicher schwer umstritten. Ich sage nur dazu, auch das ist vom Verfassungsgerichtshof, diese Gesetze sind alle bestätigt und akzeptiert worden. Das waren nicht die Sachen, wo man für sie hätte müssen entschuldigen. Aber natürlich ist das ein Problem. Das war ja immer nur die Frage, wenn wir nicht wissen, wie die Impfungen greifen und wie weit das überhaupt geht, muss man dann da abrüsten. Und genau das ist passiert im Übrigen. Es hat zwar ein Rahmengesetz gegeben, aber es hat nie eine Impfpflicht gegeben in diesem Land, genau aus dem gescheiten Grund. Es musste nämlich verhältnismäßig sein und total wirksam. Das war aber nicht. Nachdem ganz andere, wie man sagt, Virusvarianten aufgetaucht sind, hat das wenig Sinn gehabt. Und es war das Gesetz so geschrieben, dass das immer überprüft werden muss, ob das überhaupt jemals eingesetzt wird. Also eine engere Verordnung oder ein engeres Gesetz zur Impfpflicht hat es nie gegeben. Es hat einen Rahmen gegeben, dass das, wenn man sich nicht mehr anders aussieht, und zwar aufgrund von Expertinnen und Expertenmeinung, aufgrund von Gutachten, kann man alles kritisieren und hinterfragen. Ich weiß, dass das passiert, ich habe da auch Verständnis dafür. Aber so war es grundgelegt und siehe da im Nachhinein, sie ist ja dann nie eingeführt worden als solche. Es ist ein Rahmengesetz gemacht worden. Und das ist im Übrigen ja verfassungskonform bestätigt worden. Für andere Dinge haben wir uns entschuldigt. Sehr gern, kein Problem. So, was war da? 2028 zu defensiv und so. Ja, sicherlich, im normalen Verständnis ist es so, wie Sie sagen. Viel mehr Perspektive vorwärts und viel mehr Raufen um Ecken und Kanten und dieses alles, was ich zu wenig betont habe heute, da gebe ich noch völlig recht, ist, dass alles das, was ich sage, was erreicht wurde, ich hätte jetzt nur das defensiv verstanden, das zwar nicht, sondern das ist sehr viel, Grün macht den Unterschied für uns, dass es ja darum geht, und ein paar Sachen habe ich dazu gesagt, dieses auszubauen und zu verlängern, weil das ist auch schon ein Konzept, wenn ich so beim Klimaschutz weiter tun möchte und anders. Und die Alternative ist schon ein Punkt, die kann man dann auch benennen. Ja? Es ist halt immer auch eine Alternativenfrage. Vieles von dem, wo wir überzeugt sind, dass es gut ist und eben schon eingeführt wurde, würde ja wieder auf der Kippe stehen. Bei anderen Konstellationen. Und ich glaube schon, dass das ein Programm ist, zu sagen, ja, in der Justiz soll es so weitergehen wie bis jetzt. Wenn dort nämlich ganz andere Mehrheiten hingreifen oder die gleichen, die das Ganze ja dort hindert haben, was hinkommen ist, dann würde dieser Fortschritt auch wieder zurückgemacht werden. Wir wollen das ausbauen und ich halte es für eine massive Ansage, eine unabhängige Justiz in Österreich weiter zu stärken gegenüber dem, was wir vorher gehabt haben. Ich halte das für eine Perspektive. Ich halte das für ein Projekt, weil den Unterschied schaue ich mal an und darauf wollte ich schon raus. Aber ja, neue Projekte, wie in der
in der Wirtschafts- und Sozialfrage, da bekenne ich mich dazu, wir waren ja vor der SPÖ draußen zum 1. Mai, ganz unlogischerweise sogar, für Millionenerben, ja, wohlgemerkt, damit sich einer fürchtet wieder und die Gegenpropaganda schon wieder läuft, für Millionenerben diese Millionenerbschaftsbeiträge, Steuern, nennen Sie wie Sie es wollen, einzuführen und damit bei jenen, die im Übrigen sehr viel leisten, aber wenig verdienen, mehr geben zu können. Ja, das sind genau die in der Pflege oder sonst wo, wo wir sie alle brauchen, in den Kindergärten. Und warum ist das so wichtig und wie haben wir das versucht anzugehen? Und ich glaube, da können wir über die Parteigrenzen hinweg erfolgreich sein, wenn wir das so argumentieren, ich bringe nur zwei davon, was davon ist eigentlich christlich und was davon ist sozial, wenn jemand, der eh gar nicht einmal so schlecht verdient, im Laufe seines Lebens eine bestimmte Summe, wenige Millionen, das ist schon super. Ja? Brutto verdient. Brutto. Dann zahlt er davon die Hälfte, aber locker. Ja? Einkommensteuer, Lohn- und Einkommensteuer und Abgaben fürs Soziale. Der, der das Gleiche oder die doppelte oder die zehnfache Anzahl dieser Millionen erbt, zahlt gar nichts. Es ist aber bei ihm ein Einkommen und diese doofe Argumentation, dass vorher schon irgendwas versteuert worden wäre, ja hoffentlich haben wir es dann nicht dauernd noch mit Steuerbetrügern zu tun, wir fallen ja ein paar ein in der Vergangenheit, ja, die dann nur vererbt haben. Hallo? Dann dürfte ich aber auch keine Mehrwertsteuer haben, weil wenn ich mir eine Wurstzemmel kaufe und da die 10% Lebensmittelmehrwertsteuer drauf habe, dann habe ich ja hoffentlich vorher auch Einkommensteuer gezahlt. Das heißt, da brauchen wir keine Mineralsteuer, klingt jetzt komisch für den Grünen. Wir brauchen eigentlich gar keine Steuern mehr mit dem blöden Argument, nur weil es vorher Lohn- und Einkommensteuer gibt. Das nur nebenbei. Ja, also was ist an dem christlich und sozial? Und Sie wissen, wo ich da hinspiele, aber noch besser an die gleiche Gruppe. Ich glaube, die ÖVP wird das auf die Dauer nicht durchstehen, wenn man das gescheit argumentiert. Das Zweite ist, wo ist denn da jetzt die Leistung? Außer bei Familienbetrieben. Und die soll aus dem Grund genau ausgenommen werden. Ja? Oder bei den ganz Großen muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Ähnlich wie in Deutschland, muss halt nur verfassungsrechtlich halten. Weil da kann man unterstellen, dass die Erbinnen und Erben eine gewisse Leistung erbracht haben zum Unternehmens-, Familienbesitz und dann daraus Einkommen. Aber wenn man riesige Aktienpakete erbt oder irgendwas, wo man mit Sicherheit selber nichts beigetragen hat, die möglicherweise gar nicht in einem engen Verwandtschaftsverhältnis steht, ja, da ist es ja nur richtig und gerecht und vor allem leistungsgerecht, dieses zu tun und zu verlangen, damit man nämlich bei jenen, die aus Arbeit, wurscht ob selbstständig oder unselbstständig, ihr Einkommen generieren, weniger einheben muss, weil dort passiert die Leistung, aber nicht bei Millionen Erben. Das mal mit rein. Wir sind Bodenschutz, das Gegenteil ist Bodenfraß. Und wir wollen ja heute in Oberösterreich, was ich also sehr viel später beigetragen habe, genau unter anderem mit diesen Themen, das kann man so als total schon wohl schief gehen, ich stimme völlig zu. Wir, sogar die ÖVP, ja, aber wir vor allem als Grüne, schon wieder, wo ist der Unterschied, haben uns vorgenommen, obwohl die Kompetenz bei den Ländern liegt und bei den Gemeinden, das muss man einfach klar benennen, dass wir verbindliche, damit deshalb ehrliche Bodenschutzziele uns vornehmen. Und nicht irgendein, wir haben riesige schlaue Papiere als Bundesregierung mit den Bundesländern geschrieben, der hilft mir nichts, wenn ich vorher nicht was Ehrliches mache, nämlich sage, ich brauche bestimmte Messgrößen, die dann auch eingehalten werden müssen, weil sonst geht alles weiter wie bis jetzt. Nicht? Da weigern sich manche Bundesländer, im Übrigen allen voran die, die eher die Bodensünder sind, also ich kann das noch schärfer sagen, das lasse ich jetzt aus, weil es ist ja auch für die ÖVP, speziell in Oberösterreich, nie zu spät zur Umkehr. Aber das muss man klar benennen. Und warum ist Klimaschutz ein Thema von Bodenschutz, Hochwasserschutz ein Thema von Bodenschutz, Artenschutz ein Thema von Bodenschutz, kann sich jeder selber ausrechnen. Jetzt kämpfen wir schon mit den Folgen des Klimawandels, aber wir machen noch immer mehr Asphalt, hallo, und dann saufen wir wieder irgendwo ab und das müssen wir dann wieder teuer sanieren. Das ist doch die Realität. Doppelt falsch. Es ist aber umgekehrt eine Klimaschutzgeschichte, weil ein gesunder Boden CO2 bindet, wie wir wissen. Und da wir fördern da viele Projekte, wo man schon was macht in der Landwirtschaft für gesunde Böden. Und wenn man einfach schlechte Böden hat oder das weg, dann wird CO2 freigesetzt. Und vor allem, was völlig unterschätzt wird, ist Artenschutz. Das schaue ich mir an, wo die Menschheit wäre ohne Insekten. Aber wenn es so weitergeht, kann man sich das auch bald ausmalen. Was dann ist mit den Obstbauern und so weiter. Also, so, Klimaschutz.
Hochwasserschutz, Artenschutz, dieses alles geht auf in Bodenschutz. Das alles ist Bodenschutz und deshalb ist es am Schluss in Wahrheit Menschenschutz. Es ist genauso wie beim Klimaschutz. Das ist für die Menschen, damit es besser zum Überleben ist am Planeten. Denn Klima selber ist ja wahrscheinlich wurscht, wie heiß das ist, hätte ich mir unterstellt. Ja? Weil wenn wir heute die Frau Klima anrufen, okay, wie geht's da heute? Ja, was so und so. Ne? Ja, nur auf die Frage ist ja, wie es uns geht. Ja, also es ist Menschenschutz. Und da sehen wir wieder, wo auch schon wieder der Unterschied ist. Wer steht denn hin, auch wenn man dafür nicht gewürdigt wird ausreichend, könnte man sagen. Für Kinder, für Enkelkinder, für mehrere Generationen. Und deshalb abschließend zum Bodenschutz. In wenigen Generationen, speziell in Oberösterreich, wenn man das versucht rauszurechnen, wäre es so, dass kein Getreide, kein Gemüse, keine Futtermittel, ja, für die Fleischesser, kein Getreide, kein Gemüse, keine Futtermittel mehr angebaut werden könnten. Und was ist denn dann mit unserer Unabhängigkeit, die wir jetzt in diesen Zeiten wieder mehr brauchen? Auch bei den Lebensmitteln, nicht nur bei den Medikamenten, nicht nur bei der Energie, auch bei den Lebensmitteln. Dann ist es weg. Wir kriegen keinen Getreidehalm mehr hoch, wenn wir so weiter tun. Und das kann nicht die Perspektive sein. Und deshalb muss man auch der ÖVP in den Ländern in dem Fall dieses alles ausrichten, weil im Bund sind sie nämlich dabei. Da haben wir uns gemeinsam verständigt. Deshalb Bodenfraß, Bodenschutz, wichtiges Thema. Was war da? KPÖ. Da, kommunistische Partei, da steht's. Ja, das ist, ich komme aus der Steiermark und ich kenne viele aus der KPÖ und habe auch gesehen und war dabei, wie noch ein Gemeinderat, Jens Kaltenegger, der ist sogar mit mir gesessen, über drei Jahre im Gemeinderat in Graz, wie die groß geworden sind, alle Achtung, sie machen vieles richtig, auch im Sinne eines politischen Verkaufs. In der wirklichen Verantwortung ist es ein bisschen anders, das können wir uns in Graz anschauen, wo so die, wer sich die Lorbeeren abholt und wer hackelt, aber da wollen wir nicht jammern, das gehört halt auch zum politischen Geschäft dazu. Das ist ein weiterer Mitbewerb. Ja, das ist so. Ich meine, in Salzburg hat man sie auch gesehen bei der Wahl. Das ist okay. Ich meine, ich kann nur dazu sagen, wir müssen für das werben, wo wir stehen, für was wir stehen und wofür wir kämpfen und uns bewegen. Und wie es bei den anderen ist, ist dort. Aber man muss ja vielleicht auch ein bisschen hinschauen und benennen. Und weil wir vorher diese kriegerischen Auseinandersetzungen gehabt haben, ja. Also, ich weiß nicht, was die Ursache war. Bis heute kennt den Eli Rosen sehr gut, den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde in Graz. Aber der hat die kommunistischen Vertreter dort ausgeladen, weil ihm das nicht mehr recht war. Ja? Und da braucht man jetzt nicht Anti-Palästina sein. Ich habe gesagt, wo ich stehe. Aber das ist sich nicht mehr ausgegangen. Und dass nämlich Vertreter der steirischen KPÖ ständig, mehr noch als der Kickl, um den Putin schwanzeln, nämlich nicht jetzt physisch vor Ort mit Selfies, ne? Das nicht, aber immerhin haben sie es geschafft in die besetzten Gebiete. Dort, wo die russische Okkupation ist, da sind sie umeinander spaziert, die Vertreter der steirischen Kommunisten. Ja? Und das geht sich für uns nicht aus. Ja? Und da schafft man auch keine Distanzierung. Und die Herren, die das gemacht haben, haben heute noch ihre Mandate. Also da sieht man schon einen Unterschied, finde ich. Dass wir in vielen Sozialfragen übereinstimmen, ist klar. In vielen Europafragen nicht, weil die Europäische Union als durchgeknalltes kapitalistisches Projekt zu denunzieren, da weiß ich auch, wo wir dann hinkommen. Das sind die Unterschiede, es gibt aber viele Gemeinsamkeiten und im Prinzip demokratischer Mitbewerb. Ja? So einfach. Alles okay soweit. Ja? Und dort, wo wir einen Unterschied haben, muss man ihn benennen, ganz klar. Erster Punkt. Ja, wenn man danke für das Kompliment, wir haben sogar uns gesagt, jetzt haben wir ja mit der Parteizentrale, früher haben wir nur aus dem Kaffeehaus regieren können, wie wir aus dem Parlament ausgeflogen sind, wie einige Grüne wissen, die Parteizentrale ist bei uns jetzt ein, der Mahü, Maria Hüferstraßen heißt das für die Nicht-Wienerinnen und Wiener. Es gelingt eh immer wieder was, auch im Kommunalen, auch in anderen Städten, denke ich doch. Und jetzt ging es noch, was, in der Minute? Ja, das Klima, die Klimaticket-Geschichte kann ich schon sagen, ja, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir es für alle 18-Jährigen, das kommt, nächster Schritt, für alle 18-Jährigen ein Jahr einmal eben in diesem Sinne gratis. Nein. Nein. Das
steckt da was dahinter, weil das ein Alter ist, wo man sich dann doch anders zu bewegen beginnt. Und wenn man dann einmal den Vergleich hat, ob die ÖFSE halbwegs funktionieren, dann kann man es einmal probieren. Das Geld ist auch noch nicht da, dass er jeder dann mit seiner eigenen Benzinquetschen umeinander blättert. Das ist schon mal eine gute Sache, finde ich. Und das ist nicht nur irgendein Zucker, wie vielleicht manche Kommentatoren unterstellen, sondern das macht schon Sinn. Wie das weitergeht, dieses alles auszuweiten, ist sicherlich eine Frage von Überlegungen. Kosten tut es auch was, aber da ist es richtig und gut investiert. Warum? Weil es Ökologie ist und Gerechtigkeit und Sozial. Jetzt haben wir wieder über die Krönung. Wir machen jetzt eine Runde, die eingebracht wurden über das Slido-Tool. Ich habe einige Fragen bekommen, es wurden insgesamt 20 Fragen eingebracht. Also danke für das rege Interesse. Ich kann leider nicht alle einbringen. Wir kommen dann noch zu einer abschließenden Runde mündlich. Aber Werner, ich darf dir jetzt 4 Fragen stellen. Erste Frage lässt sich hoffentlich für dich leicht beantworten. Lieber Werner, was ist dein Lieblingsessen? Wann kommt endlich das Informationsfreiheitsgesetz? Mhm. Dritte Frage. Soll die Neutralität zur Folklore verkommen? Wollen Sie die Neutralitätspolitik wieder zum Leben erwecken oder aktivieren Sie sie oder lassen Sie sie weiter verkümmern? Vierte Frage. Bist du bereit? Mhm. Wie kann man mehr auf Menschen eingehen, die weniger haben und welche Mittel können Sie für diese Menschen locker machen? Na ja. Und was ich noch sagen möchte, für alle, die ihre Frage nicht stellen konnten, es wird, wie gesagt, danach noch Brötchen geben, für alle, die schon Hunger haben und die Gelegenheit, dann auch direkt ins Gespräch zu kommen, aber eine Fragerunde machen wir dann. Ja, Info geht noch andere Reihenfolge, Infofreiheit. Ich hatte mich noch nicht so richtig, ist natürlich ein dankbares Thema, danke dafür. Wann kommt sie endlich? Naja, sie ist aufgegleist. Ne? Das ist auch schon wieder so ein Thema, das 20 Jahre verlangt wird, angekündigt, alle haben es versprochen, keiner hat es gemacht. Was ist passiert? Wenn man recht einen scharfen Entwurf geschickt, also im Wesentlichen sind da Sigi Maurer dahinter, die muss man auch da wirklich lobend erwähnen, aber auch die Caroline Edtstadler, meine Regierungspartnerin, und mit der habe ich dann am Schluss gemeinsam, da haben wir ein Jahr daran gearbeitet, nachdem es schon 2 Jahre blockiert worden ist, und zwar nicht nur, oder wie man glaubt, fängt er schon wieder so böse mit ÖVP auf Bundesebene. Nein, jetzt höre ich die Geschichte. Gefährliche Geschichte. Die Landeshauptleute haben das blockiert. Die Gemeinden. Auf Bundesebene waren wir schon durch. Aber da sind ja natürlich, außerdem brauchen wir ja, weil so derartige Verfassungseingriff ist, Abschaffung Amtsgeheimnis steht in Österreich in der Verfassung, und auch diese Vorgaben, das sind ja dann Vorschriften, die Behörden von der Gemeinde bis zum Bund und auch in den Unternehmen, das muss man sagen, in den Unternehmen, wo mehr als 50% öffentliche Beteiligung drinnen ist, müssen unter bestimmten Voraussetzungen alles Mögliche öffentlich machen. Entweder weil man fragt oder sie müssen es vorher schon auf der Homepage stellen. Das war dann das Ergebnis, das hat völlig nicht gepasst, das muss man einfach sagen. Mir war es nur dann das Blöd, und so habe ich es dann auch angelegt, damit man, weil das vorher ein Thema war, wie Realpolitik funktioniert oder wenn man dann da was durchsetzt. Nie wäre es kommen ohne Grüne, glaube ich. Das steht außer die Grünen wollen das nur die Neos, ja, und miteinander hätten wir jetzt keine Mehrheit. Vielleicht wäre das auch eine gute Welt. Ist aber nicht. Wir müssen mit der Welt leben und zufrieden sein, wo wir heute leben. Ja, wie Jean-Paul Sartre sagt, ja, mag bessere Welten geben, aber diese ist die unsere. Und Landeshauptleute gleiche Welt. Die haben immer alles blockiert. Wir haben geliefert, schon 2021, wo ganz andere Granaten eingeschlagen sind. Ja, Stichwort Pandemie, brauchen wir ja nicht reden. Ja, ein schwieriges Thema. Wir haben es trotzdem geschafft. Dann liegt es dort und liegt es dort, weil sie die ÖVP nicht traut hat, weil die eigenen Landeshauptleute und Bürgermeister, die sich dort ja auch im Nationalrat treffen, und im Bundesrat, wo sie das föderale Gremium ist, keine Mehrheit da war. Dort sind aber andere zuständig, nicht einmal die Bundes-ÖVP, die ist selber quasi unter Druck gesetzt worden, immerhin hat sie einen Entwurf mit uns eingeschickt und schaffen. Ich werde immer gefragt, also die Grünen und ich und so weiter, und ist mir zu breit und gesagt, sag ich euch mal was, ja. Auch die Medien, ja. Jede bringt einem, jedem Vortrag und Diskussion ist ein Punkt immer auch einmal an die Medien. Wir sind immer gefragt worden von selbigen, ja, wo ist denn das? Bist nicht du schuld?
Warum, wo ist denn das? Genauso wie beim Tierschutz. Ja? Jetzt, weil wir mit 14% endlich da kämpfen und tun, sind wir noch schuld für das, was dann quasi mit den restlichen 36% nicht passiert? Okay, gut, da stimmt was nicht. Das ist auch eine Demokratie. Das ist ein Pferd. Das ist ein Unsinn eigentlich, weil somit nie will sich was verändern. Wenn diejenigen, die liefern, dann auch noch dafür verantworten müssen, für die anderen, die es blockieren. Also, wie ist das Bild? Wir haben den Erntewagen vor die Scheune gefahren. Der war voll. Der ist voll. Und dann stehen welche vor der Scheune, die die Zufahrt blockieren und das Tor verriegeln. Aber diejenigen, die die gesät und geerntet und gearbeitet haben, dass das da ist, die werden gefragt und gescholten, warum es nicht ist. Warum fragt man nicht einmal die, die es verhindern, dass die Ernte in die Scheune gebracht wird? Warum fragt man nicht die? Und also, Landeshauptleute, bitte entzieht euch nicht so. Vor dem Vorhang, werdet ihr einmal gefragt, warum ihr es nicht wollt. Wir haben geliefert, die haben blockiert. Und langsam ist es dann weitergegangen. Jetzt muss ich wieder versöhnlich werden, weil jetzt muss man am Schluss, wenn man einen Kompromiss findet, immer. Viele von diesen von mir als solchen gescholtenen Landeshauptleuten, ne, das wäre vielleicht auch so ein Projekt gewesen, wo man anständig am Tisch hat, ein Kollege nickt schon, ich verstehe das schon, was er sagt, mit der Schärfe und der Kante, dass die ja auch wirkliche Einwände gehabt haben. Zum Teil für die kleinen Gemeinden, zum Teil, wie ist es mit den öffentlichen Firmen? Wien, große Sorge. Wien ist natürlich überhaupt ein Kandidat, die das nie gern gehabt haben. Aber es hat auch berechtigte Argumente gegeben. Wie organisiere ich das bei öffentlichen Firmen, die auch am Markt sind, im Wettbewerb stehen? Ja? Es gibt ja 50% Anteil der öffentlichen Hände, also unser oder Steuergeldbesitz, und trotzdem bewegen sich die in irgendeiner Art von Konkurrenz. Ja, das, die müssen nicht alles sagen können, schon dem Nächsten, der vielleicht der Konkurrent ist, der ihn hinschickt und nach dem Infofreiheitsgesetz alles runterdeklinieren will. Ja. Also da braucht man schon Schranken, weil sonst hängt sich die Geschichte selber auf. Und dieses alles, da hat es auch Einwände gegeben, ist eingearbeitet worden und jetzt liegt es vor und ich hoffe, weil die Frage war ja, wann es kommt, dass es ist fertig im Nationalrat, dass die SPÖ, weil auch dieses braucht mit der Zweidrittelmehrheit, nicht auf die Idee kommt, dieses aufzuhalten. Ja? Jetzt ist Schluss mit Landeshauptleute-Blockade, weil da war die Roten auch dabei. Ja? Sorry, guys. So, also, soll kommen, wird kommen. Jetzt ist noch gleichzeitig so, letzter Punkt. Ja, die kleinen Gemeinden, da wird so viel Blödsinn geredet, im Übrigen auch in Salzburg, obwohl sie der Landeshauptmann als einer der Ersten, der Salzburger, muss man einmal loben dürfen, committed hat, wie man sagt. Der war am weitesten und am schnellsten der vier, darf man mal sagen, von allen Landeshauptleuten. Aber es gibt halt ein paar berechtigte Punkte, das heißt für die kleinen Gemeinden, und jetzt ist öfter erzählt worden, natürlich gilt das nicht. Das kannst du in Politdiskussionen anschauen, in Kabarett-Sendungen, wo alle verarscht werden, darf eh sein, aber liegen sollen sie halt auch nicht, ja? Hat die gerade erlebt. So. In den kleinen Gemeinden wird es gar keine Infofreiheit geben. Ein völliger Schwachsinn. Es gibt zwei Methoden, wie man diese Infofreiheit durchsetzt und wie das geht. Eines ist, wo man alles draufstellt, von vornherein, auf so konstruierte Homepages, dass die Userinnen, also die Bürgerinnen und Bürger, das relativ leicht finden. Da gibt's, das wird schon alles erarbeitet und so weiter und so fort. Und da gibt es Veröffentlichungspflichten. Für Gemeinden über 5000 Einwohner gibt es das auch. Aber die Haupt, das was man sich normalerweise und zu Recht, denke ich, unter Infofreiheit und Auskunftspflicht vorstellt, ist ja schon, wenn ich als Bürgerin oder Bürger eine Anfrage habe, dass die beantwortet werden soll. Im Rahmen natürlich. Das kann halt jeder Plätzchen sein und Datenschutz gibt es auch und so weiter. Und diese Auskunftspflicht der Behörden aufgrund der Infofreiheit gegenüber den Bürgern, die gilt überall. Und selbst wenn eine Gemeinde nur 2 Einwohner hat, würde sie gelten. So schaut es aus. Und da wird auch bei Plätzchen gesagt. So, jetzt kann man sagen, das Glas ist nur zu 97% voll. Okay, 3% von mir aus nicht. Was ist das, Robert? Was ist das? Ein Riesenerfolg, glaube ich. Und jeder, der jetzt daherkommt und sagt, das Glas sei nur halb voll, das muss er schon zugeben, der hat entweder keinen Durchblick oder er ist böswillig und unanständig. Was anderes bleibt nicht. Und mit sowas haben wir schon auch alles. So. Folklore, Neutralität, naja, also das mache ich jetzt tatsächlich, ich kündige es an, ausnahmsweise kürzer, weil mein Verständnis von Neutralität bei diesen heiklichen Punkten schon einmal, glaube ich, ein bisschen herausgekehrt habe. Wir sind neutral im militärischen Sinn. Und das soll man auch sein, wenn man die Neutralität verteidigt. Das hat ja ein paar Punkte. Wenn wir jetzt im Übrigen das Sky-Shield mitmachen, dann heißt das, dass wir in einem europäischen Verbund sind, was dazu führt, dass dieser erstmalig, dass wir das haben, bei dieser Terrorgefahr und was da mit Russland los ist, einen Luftraum verteidigt.
Verteidigung. Wir können wirklich Raketen überholen, aber nicht mit Abfangjägern, dass die nicht funktionieren, sondern mit Bodenluftsystemen, die natürlich gesteuert sind. So, was ist das Neutrale dran? Dass dieser Befehl nur in Österreich gegeben werden kann. Nur das österreichische Militär kann auf den Knopf drücken. Es ist aber trotzdem ein europäischer Verbund. Wozu führt das? Dass die Planung gemeinsam gemacht wird, dass der Datenaustausch gemeinsam gemacht wird, dass man Chauffeure wechselseitig hin und her fliegen sieht, nämlich die feindlichen Angreifer. Und es führt dazu, dass es am Schluss aufgrund von gemeinsamer Beschaffung, und glaubst du, da kenne ich mich aus, das war jahrelang eine meiner Hauptarbeiten als Abgeordneter, militärische Beschaffungen, oft ein Milliardenloch, dass man das möglichst quasi, und dass es dort mit rechten Dingen zugeht. Und eins ist sicher, wurscht schon welches System, das du entscheidest, aber die gemeinsame europäische Beschaffung macht es effizienter, zweckmäßiger und vor allem sparsamer. So, das ist, glaube ich, einerseits was Europäisches und trotzdem wird die Neutralität aufrechterhalten. Gegenüber dem Verbrechen von Putin brauche ich keine Haltungsneutralität, das ist genau falsch, das habe ich vorher gesagt. Wenn ich in den Nachbargarten reinschaue und dort wird alles umgehackt, na dann brauche ich mich nicht verstecken, weil ich so eine möglichst hohe Hecken habe namens Neutralität. Ja? Nein, da muss ich schon zuschauen und umschauen und im Rahmen meiner Möglichkeiten, was macht denn, und nicht Mord und Totschlag dort zulassen. Das ist, finde ich, durchaus vereinbar mit der Neutralität. Und wenn die Ukraine das Recht hat, das Recht auf Selbstverteidigung, nach der UN-Charta, dann darf sie das und soll sie das. Wir dürfen nur kein Militärbündnis beitreten, keine Beistandspflichten übernehmen oder Soldaten dorthin schicken, die sich an kriegerischen Ereignissen beteiligen. Das ist Neutralität. Okay, das ist so. Das soll so sein. Aber wenn andere sagen, sollten wir dabei sein und dafür werbe ich. Und das ist nämlich auch eben eine Frage des Zugangs und geradezu der Ethik, finde ich, wo man aktive Neutralitätspolitik machen könnte am Schluss noch einmal. Ja, teilweise probieren wir das in Österreich, weil es viel Tradition verloren gegangen. Sowohl, dass man auch hier wieder gerade mit der Geschichte Österreichs im Nahostkonflikt am Donau einmal anders auftreten können, dass wir sehr wohl sagen, mit dem Existenzrecht Israels, aber eben auch, was die Rechte der Palästinenser betrifft. Das kann schon mal einen Unterschied machen, weil Deutschland und Österreich doch so hervorstechen mit der Haltung, aus diesen historischen Gründen. Und man hat es ja gesehen, ich habe das verteidigt, ich war informiert, das haben viele, sehen das bis heute umstritten, und die Zeit ist ja so schnell, wie das schon wieder vergessen wird. Kollege Bundeskanzler Nehammer war ja 3 Monate nach Kriegsausbruch oder nach diesem Überfall Putins auf die Ukraine bei Putin selber, tatsächlich, wir erinnern uns, und finde ich, haben die Europäer gar nicht wollen, ist eine Gratwanderung, weil eigentlich war Isolation angesagt, aber umgekehrt, es zu tun, und es passiert ja trotzdem laufend, und da kann Österreich schon eine Rolle spielen, immer dafür zu sorgen und einen Beitrag zu leisten, dass auch gegenüber den größten Despoten und Tyrannen ein Gesprächskanal offen bleibt, weil wir wollen ja am Schluss Frieden, oder zumindest einmal, dass weniger Leute sterben. Und da kann es historische Fenster geben, die dann immer mal aufgehen. Das ist so in der Diplomatie, wo man dann schnell sein muss, dass diese Kanäle dann da sind. Und da kann Österreich einen Beitrag leisten, das soll es. Und wie ich weiß, tut es das auch. Das sind nur Sachen, die man öffentlich nicht erzählt, weil dann funktioniert sie nämlich aus dem Grund schon wieder nicht. Also da ist auch ein Beitrag zur Neutralität, wie ich meine. Und trotzdem eine Haltung zu haben gegenüber diesem Überfall. Ich glaube, man muss bei denen, die weniger haben, oder wie das gemeint war, vor allem einmal ihre Lebenssituation verbessern. Das versuchen wir, das tun wir. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber im Prinzip, wenn man alle Maßnahmen zusammenzählt, wir haben auch gerade heute einen Termin mit der Caritas gehabt, hier in Salzburg, den Diana Schister vermittelt hat, danke dafür, wo wir sehr viele Probleme im individuellen Leben gesehen haben, die nehmen zu aufgrund der Teuerung. Insgesamt im Durchschnitt, das wird auch anerkannt, ist es so, dass diese verschiedenen Maßnahmen, die es gegeben hat, das waren zum Teil Direktzahlungen, das waren aber auch diese ständigen Pensionserhöhungen, gerade für die niedrigen Pensionen, für Alleinerzieherinnen, Pakete, die in 1,5 Jahr 3.000 bis 4.000 mehr Euro Nettoeinkommen erzeugen, und alles dieses wird anerkannt, das hilft. Trotzdem gibt es ausreichend nur Einzelfälle, wo das nicht hinkommt, insbesondere wenn man einen Antrag stellen muss oder was, da wird dann so versucht zu helfen. Das finde ich mal wichtig, weil da geht es um die Lebenssituation der Leute. Ob uns die dann deshalb wählen, weil das ja, glaube ich, mitintendiert war in der Frage, das weiß ich nicht. Das kann aber nicht mein einziger Antrieb sein, ja? Sondern natürlich sind ja alle eingeladen, sich an der Demokratie zu beteiligen und sich ein Bild zu machen. Sie werden es umso besser kennen, als sie selber nicht ständig mit dem eigenen Überleben bloß nur beschäftigt sind. Aber ja, das ist oft abhängig von bestimmten
von bestimmten Lebenssituationen, was das Wahlverhalten betrifft. Man kann ja trotzdem nur für sich werben und schauen, dass man da weiterkommt. Aber mir ist einmal wichtig, dass die Leute selber besser gehen. Dann zu mir letztens, oder erstens war ja die Frage, ja, mir geht's eh gut. Mir geht's bei jedem Essen eigentlich gut, weil was ist mein Lieblingsessen? Weiß ich gar nicht, ja. Ändert sich. Ich bin ja schon froh, weil die Zeit so hektisch ist, wir würden nicht jammern und das zelebrieren wir dann schon, dass es einmal am Tag ein warmes Essen gibt. Ja, weil das zieht sich immer so durch. Heute haben wir es geschafft, dass wir eine Suppe uns organisiert haben. Da muss ich nicht wieder um Mitternacht irgendwo einfallen. In Wien kenne ich die Lokale schon. Also bei mir ist es eher so, ein gesunder Lebenswandel war halt schon nicht schlecht. Und was Essenskultur betrifft, ehrlicherweise, da hätte ich mir schon mehr Gutes. Ja, und auch ich bin einer von den Menschen, die sehr wohl Fleisch essen. Wir schauen dann drauf, was wir daheim kaufen, woher und so weiter, wie vorher besprochen habe. Aber immer weniger, ehrlicherweise. Und das ist für mich wichtig, weil das Kind schon immer, dass man bei uns im Oststeirischen, wie man gesagt, also auf Hochdeutsch die Beilagen, ja, die Beilagenesser, das waren die, die gern die Nudel gehabt haben und den Reis nehmen und vom Fleisch die Sauce, ja. Und auf Oststeirisch hat das immer geheißen, die Beilagenesser, nicht? Und so einer war ich schon und entwickle mich noch weiter dorthin und damit bin ich schon ganz glücklich. Der letzten Fragerunde. Danach, wie gesagt, gibt es noch die Möglichkeit, ich sehe hier eine Frage, du hattest eine Frage und die war von ganz von vorne, ganz von Anfang schon, habe ich übersehen, tut mir leid. Ich würde bitten, die Fragen sehr kurz zu stellen. Wie gesagt, es gibt danach die Möglichkeit, noch weiter zu reden. Danke. Guten Abend, Herr Vizekanzler. Ich werde mich nicht namentlich vorstellen, weil Sie haben mich neben vielen anderen Menschen als Rechtsradikalen, als Staatsverweigerer und als Neofaschisten bezeichnet. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, Sie haben nie den rechtlichen Beweis für diese Aussage erbracht, denn es gibt ihn nicht. Mein Name ist für meine Freunde da, zähle ich Sie nicht dazu. Ich bin aber im Sinne des Diskurses heute hier. Ich gehöre keiner politischen Partei, keiner politischen Bewegung an. Ich bin Rock'n'Roller, möchte aber vor den anstehenden Wahlen den Grünen eine Chance geben und bin heute hier, um von Ihnen als Vizekanzler zu hören, was Sie über die Grünen sagen. Ich habe Ihre flammenden Worte vernommen, in ein paar Punkten bin ich mit Ihnen d'accord, aber wenn man sich das so anhört, dann klingt das so, als wenn die Grünen in den letzten Jahren der Regierungsbeteiligung einen großen Wurf geleistet hätten. Ich erinnere, Österreich hat aktuell seinen Status als liberale Demokratie verloren und ist nur noch eine Wahldemokratie. Österreich hat aktuell die höchste Inflation Westeuropas. Österreichs Betriebe gehen gewaltig krochen wie ein Kaisersemmel, wie man so schön sagt. Die Armut steigt. Und Sie loben hier die Grünen unter anderem für die Eisenbahnen, obwohl die EU, derer Sie ja auch durchaus positiv gestimmt zu sein scheinen, inzwischen Österreich die Rute ins Fenster gestellt hat, weil Österreich das mit dem Bahnnetz auf EU-Ebene nicht bekommen hat. Bitte eine Frage zu stellen jetzt. Ja, ja, alles gut. Alle anderen Herren dürften nachsprechen. Wir sind hier mit kritischer Meinung. Ich glaube, der Herr Kogler könnte in 30 Sekunden. Die Geschichte ist, die Frau Gehwessler hat gemeint, die Leute sollen mit der Mission 11 Energie sparen, hat sie aber dann selber eine schöne Klimaanlage gegönnt. Und dergleichen. Also ich glaube, es gibt da ganz viel skandalöse Themen. Man hat da vom russischen Blutgas gesprochen, hat aber quasi in weiterer Folge als Grüner kein Problem, wenn man aus Aserbaidschan oder aus Katar, wo die Menschenrechtssituation um nichts besser ist, Gas kauft und das dann mit einem Schwerlasttanker mit gewaltiger CO2-Last nach Österreich bringt, wo es erst einmal umgewandelt werden muss. Also meine Frage an Sie, Sie halten hier eine Rede für die Grünen und die Zukunft. Aktuell ist das Vertrauen in der Politik so schlecht wie noch nie und auch die Grünen haben gewaltig abgebissen. Was können Sie mir als Nicht-Grünen-Fan für die Zukunft sagen, damit ich meine Meinung revidiere? Schönen guten Tag. Mein Name tut auch nichts zur Sache. Ich hätte vielleicht eine Frage, aber meine Frage lautet mal daraufhin auch, ob die Grünen auch wirklich grün sind.
den 90er Jahren war das schon ein Faible von mir, mal auf den Grünen zu schauen. Die haben da viel von, ja, das Bäume sterben gesprochen, muss man verhindern, wir müssen die Flüsse retten, wir müssen einfach eine gesunde Nahrung generell auch in uns aufnehmen dürfen und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt aber anschaut, dann ist der gute alte Umweltschutz zum Klimaschutz verkommen. Es wird kein einziges Wort mehr zum Umweltschutz, irgendein Thema genannt, generell das Wort selbst an sich schon nicht mehr benutzt. Wenn ich mir dann anschaue in Salzburg, unsere Region, was hätten Sie, warum haben Sie sich da nicht engagiert? Wir haben Sie angerufen über den Verein Verkabeln, wo jetzt auf dem Nockstein Hunderttausende bis zur Million Bäume gerodet werden auf den Gebirgen, dass man Oberleitungen installiert, wo Sie schon gesagt haben, die Bäume sind wichtig und gut, dass man den Bodenfraß verhindert und alles Mögliche, ja. Und ja, dann gingen wir auf Sie zu und Sie sagen, das geht uns nichts an. Dann die jungen grünen Politiker sagen es mitten ins Gesicht, ja, das ist nichts Globales, das geht uns auch nichts an. Warum interessiert es euch nicht, mal mit den Verkablern zusammenzusetzen? Warum? Ist, meine Frage ist, warum interessiert euch das? Zeitstände, und ich glaube, Sie haben meine Frage ist, genug warum geredet. Interessieren Sie sich? Inzwischen gehen die, Leute, okay. Gehen die Leute hier schon raus, das wäre jetzt eigentlich genug für Sie. Bitte. Frage. Die Frage ist, warum interessiert sich kein Erdleitungskabel? Die positiven Punkte sind astronomisch, es gibt keine schlechten gegen zu den guten. Des Weiteren, können Sie uns die Chance oder die Angst nehmen, dass wir in einer Diktatur aufwachen, die einen grünen Punkt jetzt draufkriegt, wie dass wir in Social Cities aufwachsen müssen, wo es dann keine Zersiedelung mehr gibt, diese 15-Minuten-Städte? Die Frage ist angekommen, ich denke jetzt... Okay, eine Frage, dann sage ich, was ich mir jetzt spare, die Frage über die Ukraine, weil danke. Ich glaube, da bin ich auch mit falschen Leuten besonnen. Ich möchte vorher noch eine Wortmeldung annehmen und dann die Frage unterschließen. Dankeschön. Ja, perfekt. Mein Name ist Felix Wilmer. Ich habe jetzt immer wieder das Thema Klimaschutz gehört. Und das suche ich etwas persönlich. Sie werden es vielleicht ahnen, seit über 1000 Tagen fehlt etwas, und das ist das Klimaschutzgesetz. Und in meinen Augen ist ein Klimaschutzministerium ohne Klimaschutzgesetz wie ein Verkehrsministerium ohne Straßenverkehrsordnung. Und darum ist meine persönliche Frage, wo bleibt das Klimaschutzgesetz? Vielen Dank. Ja, zum ersten Fragesteller, Sie wollten ja namentlich nicht sagen, weil die Chance, das, was ich jetzt für ganz wichtig finde, ist das, was Sie da eingangs gesagt haben, aber da habe ich mir entweder nicht ausreichend verständlich gemacht, oder Sie haben auch so zugehört. Ich habe Sie aufmerksam zugehört. Dann ist es gut, dann sage ich es noch einmal. Nämlich, genau das ist der Punkt, und ich weiß ja, was verbreitet wird, nämlich, ich sagte, wenn es um die Fragestellung zu Corona-Maßnahmen ging, das Protest- und Demonstrationsrecht dagegen massiv verteidigt zu haben. Sie kennen also die Parlamentsräte, die ich sogar von der Regierungsbank gehalten habe, hat keiner gemacht, sonst weiß man, wie ein Anliegen war, gehalten habe. Dann aber das dazu gesagt, was Sie jetzt eben erwähnt haben, das ist soweit ja richtig, aber es kann was Richtiges, die völlige Unwahrheit sein und eine Falschheit, der sie vielleicht weiterhin aufsitzen, nämlich genau das, wenn man 90% dieser Wortmeldung dafür verwendet, dass man eben gegen Impfen sein kann, erst recht gegen Impfpflicht, ja, hallo, sowieso. Dafür war für andere Corona-Maßnahmen, dagegen auftreten und da, wie es dann oft war, samstags demonstriert, das soll sein dürfen. Da hat es schon ganz andere Stimmen gegeben, im Übrigen. Ich habe dann aber dazu gesagt, weil es zunehmend ein Problem geworden ist und wir haben ja sehr wohl Material dazu bekommen, wie das vorne ab ausschaut. Und jetzt bin ich von vorne ab an die Spitze der Demonstrationszüge, nicht bei jedem Redebeitrag auf der Bühne, aber bei einzelnen schon, folgendes Phänomen auftritt. Und davor muss man eine Demokratie warnen, denke ich. Die ist ja Ihnen auch so wichtig. Und da dem zweiten Redner, Ihrem Kollegen möglicherweise, weil das so wichtig ist, muss man einfach darauf hinweisen. Es ist nicht gut, wenn an der Spitze und bis auf die Bühne und in den Reden die
große Zahl wohl der Demonstrantinnen und Demonstranten dazu missbraucht werden, da eingespannt zu werden. Ich meine, die könnten sehr was denken, wenn sie hinterhergehen, aber die Aussage war dann und hat dann gelautet, und der Schnipsel wird dauernd herumgeschickt, auf den rekurrieren sie wahrscheinlich, dass es bei all diesen Rechten, die ich verteidigt habe, trotzdem nicht gut ist und dass es benannt werden muss in diesem Parlament, dass rechtsradikale, identitäre und Staatsverweigerer sich dort der Spitze bemächtigen und umeinander spazieren. In Salzburg waren immer an der Spitze. Die waren in Salzburg nie an der Spitze. Davon bin ich sowas von überzeugt, damals wie heute. Ich muss aber zur Kenntnis nehmen, und deshalb wird es eh noch einen eigenen Umgang geben müssen mit diesen sogenannten sozialen Medien, dass man sich dort auch nicht alles gefallen lassen muss. Aber ich nehme sie zur Kenntnis, dass das bei Ihnen auch so ankommt. Und es ist so. Ja, ich darf Ihnen aber noch was anderes sagen bei der Gelegenheit. Andere in den gleichen sozialen oder unsozialen Medien sind hergegangen und haben ein E-Auto anderer Klasse als meines, anderer Marke, hergenommen, irgendein Video gehabt, keine Ahnung, ob schon irgendwie zusammengefaked oder ob es das wirklich gegeben hat, schaut jedenfalls grauslich aus. Da fährt ein schwarzes Auto in eine Menschenmenge, so ein bisschen wenigstens. Ja. Was ist dort damit passiert? Es wurde behauptet, es ist der Chauffeur von Kochler und der Kochler, der Corona-Demonstranten niederführt. Ja? So schaut's aus. So, richtig ist, dass man zu dem Zeitpunkt, der dort behauptet worden, nicht in Wien waren, sondern in Graz, eine andere Automarke hatten, und überhaupt finde ich das geschäbig und schändlich. Das sind für mich diese Methoden, wo man sie werden muss, weil sonst gehen wir mit der Demokratie, die immer so wichtig ist. Das zahle ich selber, aber das wird sich nicht ausgehen, und wir gewinnen diese, es ist ja nicht das Einzige, wir gewinnen diese diversen Prozesse. Es ist unendlich mühsam, weil man sie ja dort aufgehen kann, wie man will, das ist ja das Gift gegen die Demokratie, was ich immer sage, und es kann nicht weiter so sein, dass es dort so regellos und zügellos zugeht, ja, kein Mollheit. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass das bei Ihnen so ankommt, ich bin ja öfter damit konfrontiert, und wir hatten das schon einmal, ich glaube in Klagenfurt, und bin noch geradezu dankbar, dass wir darüber in Austausch treten können. Ansonsten haben Sie kritisiert, dass kein großer Wurf da ist, muss ich zur Kenntnis nehmen. Ich meine, vieles von dem, was wir da machen und was ich vor allem eingangs gesagt habe, ist schon ein Wurf und nochmal sogar weiter. Jedenfalls so weit und in diesem Sinne ja großer, wie andere noch nie geworfen haben, obwohl sie mehr Einfluss hätten haben können in der Regierung, obwohl sie jahrelang in den Regierungen waren und das immer versprochen haben, aber nie gemacht haben. Und jetzt, da geht es eben um Umweltschutz und Klimaschutzmaßnahmen, ich habe übrigens auch Umweltschutz gesagt, und so weiter und so fort. Oder auch bei der Justiz. Jetzt kann man ja vielleicht der Meinung sein, die Justiz soll wirklich ausbluten. Das kann man ja sein. Ich bin es nicht. Das ist einer der größten Würfe überhaupt in dieser Legislaturperiode. Und dann haben wir auch noch einige große Errungenschaften in der sozialen Frage, obwohl man uns das ja primär gar nicht zuschreibt. Also, wenn man so will, mehrere... Da habe ich eine Zwischenfrage. Mehrere große Würfe gemacht. So viel zum Thema Diskurs. Wenn es schnell geht, die ja, weil Sie sagen, es wird sozial viel gemacht. Ich habe die Corona-Krise kurz angesprochen. Ihr aktueller Gesundheitsminister, der Kollege Rauch, hat heute oder gestern einen Antrag gestellt, dass man in Zukunft in Österreich für teure medizinische Behandlungen, zum Beispiel Krebsbehandlungen, eventuell nicht mehr der Arzt entscheidet, welche Therapieform gewählt wird, sondern dass man da erst einmal einen Betriebsrat davor setzt, der die Kosten abwägt. Ist das die soziale Zukunft, von der wir das sprechen? Das ist aber über weite Strecken unrichtig, was Sie sagen im Ergebnis. Man sollte sehr vorsichtig sein, wieder. Auch das ist wieder so eine Kampagne. Man sollte, nur damit wir wissen, wo wir hinkommen, man sollte gerade bei Kollegen Rauch sehr, sehr vorsichtig sein. Warum? Und er hat es selber öffentlich gemacht. Es ist nicht so lange her, dass er selber Krebspatient war. Niemals wird ihm das einfallen. Und das ist wieder einer dieser, grauslichen Kampagnen, die da halt laufen. Richtig ist, dass da einiges verschoben wird und die Ärztekammer aufgrund drohenden Machtverlusts herumkampanisiert. Das kommt schon dazu. Da gibt es verschiedene Maßnahmen jetzt, die vielleicht eh schon längst hergehört hätten. Das kann man sicher wieder so oder so sagen und diskutieren. Dazu werden wir ja einladen. Aber bei dem Punkt wäre ich ein bisschen vorsichtig. Deswegen war ich da. Das müssen wir immer gemeinsam hinterfragen. Ich merke ja eh, deshalb war es mir ja noch wichtig zu hören, was Sie jetzt dazu noch bewegt hat für diesen Zwischenruf. Nicht? Weil, wie gesagt, wenn wir sagen, wir diskutieren da und reden da, das möchte ich schon sagen, dann muss das möglich sein. Ja, danke dafür. Das ist schon so.
Ja, da ein anderes ähnliches Ding, also diese, gut, ob es jetzt die Mission 11, dass wir da mehr Energie sparen, was dann im Klimaschutzministerium da von Kollegin Gebessler ausgerufen wurde, das war ja vorher, voriges Jahr in dieser Energiekrise, da wurde lange vorher schon gefordert, im Übrigen, dass man Energiesparkampagnen ausruft. Wir haben es nur deshalb gleich gemacht, weil wir im Sommer reingekommen sind und erst später dann, und man eigentlich gerade nicht sozusagen denen, die es besser geht und vom Hohen Ross herab, dann missverstanden werden, tut es jetzt alle sparen und beim Duschen und so weiter ist eh viel gemacht worden. Ich meine, allein die Preise haben dazu geführt, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Aber es war jetzt wieder so ein Punkt dabei, der voll in das andere Muster passt. Ja, es hat irgendwas mit einem Klimaschutz, mit der Klimaanlage gegeben. Mein Ressort ist nämlich neben, ja, dafür, das sind so Zwillingstürme, dass dort tatsächlich eine Klimaanlage ausgetauscht wurde. Aber es ist keine eingebaut worden, sondern es war auch nicht ziemlich hinnig, als ist sie ausgetauscht worden, weil das blöde Häusl dort nicht anders funktioniert. Das ist nämlich wirklich ein Thema. Das sind halt schreckliche alte Gebäude, da sitzen wir drinnen und siehe da, wissen Sie, was wir trotzdem gemacht haben? Von mir wird Bilanz geführt. Wir sitzen im Sommer bei 27, 28 Grad da drinnen und spüren uns, dass wir dann auch die Fenster aufreißen, dann ist es wieder Sicherheitsfrage, aber fast nie die Klimaanlage eingeschalten haben, die es gibt, aber fast nie benutzt wird. Und haben selber nachgemessen, weil das ja damals mal eine Parole war, ja, da muss man dazu stehen, das würde ihnen ja recht geben. Und im Winter sind wir zwischen 17 und 19 Grad die meiste Zeit unterwegs gewesen. Also man kann, wenn man den Test, was ich geliefert bekommen will, da kann ich das schon gerne sagen. Dafür werde ich auch nicht sehr gemocht in meinem Ressort, weil ich schaue dann manchmal öfter wo nach, ob sie alle bei uns arbeiten. Aber bei mir ist es jedenfalls so, da konnten sie alle überzeugen, die mich besucht haben. Ja, also immer ein bisschen aufpassen. Und das andere ist eh wieder ein bisschen politischer geworden. Ja, ich stehe dazu, ich habe das im Übrigen selber verwendet und einmal den Begriff und habe sie vorher erklärt, warum das Blutgas ist. Und es ist richtig, dass andere Lieferanten auch Probleme machen, da will ich überhaupt nicht widersprechen. Ja. Aber dieses war ein großer Anlassfall, da geht es um die europäische Sicherheitsarchitektur, die von Putin sehr zerschossen werden sollte, und da kämen wir mit europäischen Geldern und hin, wir tun es eh noch, aber in immer geringerem Ausmaß. Dass wir von dort Gas beziehen. Im Übrigen ist es die OMV, nicht der Staat, es ist die OMV. Und die OMV hat Leute drinnen gehabt, bis wir gekommen sind im Übrigen. Ja? Manager, die sie mit der Gazprom verarbeitet haben, die ganzen Gasfelder, die wir in die OMV in Norwegen hatte, getauscht hat mit denen in Sibirien, aber nicht alle. Und das ist jetzt die Möglichkeit, dass wir fast nichts von diesem LNG-Gas brauchen, die sie zu Recht, denke ich, kritisiert haben aus ökologischen Gründen, sondern sehr viel von Norwegen runter kriegen wollen und auch schon haben. Wie geht es? Dort gibt es Rechte der OMV, da gibt es sogar Besitz. Und die Kunst war ganz andere, damit man mal das Geschäft versteht. Die Slots zu kriegen durch die Leitungen, die momentan sind gar nicht einmal die Erdgasvorkommen, das ist der Engpass, sondern die Leitungen. Und dass wir die OMV, und da war der Kanzler dabei, und ich, und da haben wir gekämpft, natürlich mit der Energieministerin, an dieser Stelle Energieministerin, wir brauchen noch länger Gas, das ist so, jeder, der was anderes erzählt, gefährdet die Förster und so weiter, aber es soll weniger werden und den Umstiegsprozess haben wir vorher beschrieben. Aber solange wir das brauchen, so wird man es nicht von Russland kriegen und dann möglichst wenig von Katar, ich stimme zu. Und deshalb gehen wir so auf dieses norwegische Ding und haben erreicht, dass große Kapazitäten der Leitungen durch Deutschland und Österreich kommen. Mittlerweile haben wir, es hat der Winter angefangen und wir haben einen Gasspeicherstand von 100% oder 99%, das ist mega. Das hat es noch nie gegeben, riesige Gasspeicherkapazitäten. Warum? Weil wir das so organisiert haben. Und was haben wir denn geredet? Im 22. Jahr, im Mai, Juni, Juli, und die Industrie war nicht mehr so, wir müssen die Hochöfen runterfahren. Wäre ein riesen Irrsinn gewesen, ein mega Schaden für Wirtschaft und Wertschöpfung und Arbeitsplätze, oder die Krankenhäuser, oder dass daheim geholt wird. Nichts von dem. War das selbstverständlich? Nein. Ist es gelungen? Ja. Red deshalb heute noch mehr drüber? Nein. Warum? Weil es gelungen ist. Ja? Das sollte man nur mal sehen. Und ich bin ja eh bei Ihnen, nicht, dass man eine Perspektive, Zukunft und nur für das, wie es gehört, ich will der Wahltaktisch überhaupt nicht versprechen. Aber das war so ein Punkt, warum ich sage, wir regieren aus Verantwortung für Österreich und haben auch als Grüne dafür geschaut, dass das selbst das fossile Gas nicht ausgeht, weil wir sonst wirtschaftliche und soziale Verwerfungen gehabt hätten, die sich gewaschen hätten. Das haben nicht wir verursacht, dass wir so gasabhängig sind. Aber dass wir schnell rauskommen und dass vorher nicht eiskalt wird und dass die Industrie arbeiten kann, dafür haben wir schon gesorgt. Und das ist Verantwortung. Das ist meine.
passt ja im Großen ein bisschen auch zur zweiten Frage. Ich möchte nur sagen, ich weiß, dass das mit diesen Stromleitungen und Verkabelungen ein großes Thema ist. Ich bin dort nicht die Experte, wir haben aber mal das selber angedacht. In meiner Gemeinde ist auch 380 V-Leitung gekommen. Damals war es ein größeres Problem, finde ich, weil da ist, war es schon noch so, dass heute ist die Situation noch völlig anders im europäischen Strommarkt, wo wir es weiterbringen müssen. Damals war es dazu da, dass wir von Polen Kohlestrom nach Oberitalien bringen und das sollte halt da durchgehen, das hat mir auch nicht nur geschmeckt. Mittlerweile ist es schon so, dass in Österreich diese Leitungen und auch für Europa einen gewissen Sinn haben, weil die Energiewende mit den Erneuerbaren das halt mit herausfordert. Sprich, das gegen Verkabelung? Natürlich nein. Leitungsfirmen, die Netzbetreiber wehren sich dagegen, weil es halt dort deutlich teurer ist. Bin aber schon der Meinung, dass man schauen muss, was sein kann, was Sinn macht und wo nicht. Da bin ich aber momentan zu wenig drinnen in dem Thema. Ja. Aber mir ist die Fragestellung vertraut. Ja, wer kommen auf euch? Wir hätten euch eingeladen. Dann hätten wir das jetzt Bescheid. Schauen Sie, dazu kann ich nicht sagen. Ja. Kann ich jetzt nichts sagen, weil da geht es einfach halt so wie heute von halb 7 bis heute um 23 Uhr, weil ich mit Ihnen sitze. Der Kampf läuft schon 14 Jahre. Insofern können wir nicht alle Termine wahrnehmen und Einladungen befolgen. Ich kann nur sagen, ja, die Grünen mal für Bäume, Flüsse und Luft und was weiß ich, ja, stimmt, das ist wieder mal ein Projekt der Volksgeschichte aus der Vergangenheit. Ich war lange in der, gar nicht so wenige Parallelen, im Übrigen mit der Stadt Salzburg in der Stadt Graz engagiert. Auch als Abgeordneter, damals hießen wir noch Alternative Liste. Und da waren wir eigentlich nur Opposition, und trotzdem ist sehr viel gelungen. Wissen Sie, was damals die Mur war? Die Mur, die irgendwann einmal früher Grüne Mur hieß, die war zu dem Zeitpunkt eine stinkende, treibende Kloake. Sie ist nur deshalb nicht getrieben, weil sie ein gewisses Gefälle gehabt hat. Weil die Papierfabriken schon dort, wo meine Mutter aufgewachsen ist, wie ich mir schon gesehen, ja, bei Zeltweg oben, bei Bös, ist schon eingedrungen, das Gift mehr oder weniger braun, schwarz, in Gradkorn, nördlich wieder. Und es war eine große Bewegung, die Mur zu retten. Die kleine Zeitung, also die Salzburger Nachrichten der Steiermark, haben getitelt, ein, oder war in den 80er Jahren, ein Glas Wasser der Mur kann tödlich sein, und das war ernst gemacht. Nun muss ich mir vorstellen, von der Fischweiler Bräckerei. Schrittweise ist sehr viel gelungen, weil sie Umweltschutzinitiativen gebildet haben, da steht ja das Wort Umweltschutz drin, weil wir gearbeitet haben, weil man dann da wieder mit der Industrie einen Kompromiss gefunden hatte, die auch gesehen haben, dass es nicht so weitergeht, weil die anderen Parteien dann auch aufgesprungen sind, bis auf die Blauen natürlich, vielleicht weil ihnen der braune Fluss lieber war als der grüne, aber, es ist gelungen, wisst ihr, was das heute ist? Eine grüne Mur. In wenigen, gar nicht Jahrzehnten, in wenigen Jahren. Warum gibt es das? Weil es solche Leute gibt, wie die meisten von euch, das unterstellt zumindest, oder uns, in der Bewegung, in der Partei, die sich immer schon dafür eingekannt haben. Immer schon. Und da geht so viel weiter. Ja? Oder wenn ich mir anschaue, was gelungen ist beim Erhalt von Naturschutzgebieten. Ja? Ist ja nicht alles super in Österreich. Wir haben gerade vorher geredet von den Bodensünden und von Flächenfraß. Stimmt eh alles. Trotzdem ist relativ viel gelungen. Ich erinnere an Herrn Burg, auch da durfte ich dabei sein. Ja? Wir wollen jetzt keine Kameradschaftsfeste abhalten, aber haben wir auch nicht gewusst, ob wir das können. Ja? Die Leute haben den Schädel hingehalten. Und da geht schon was weiter. Und deshalb sage ich ja dauernd, Mut, Zuversicht, man muss schon für ihn kämpfen. In Graz haben wir, wie ich, Jugendlicher und Student war und dann noch länger hin, sowas gehabt wie Smogalarme. Wie im hängigen Mailand, weil der Nebel steht, oder der Nebel gestanden. Ja, es ist nicht mehr Abgase gegeben als woanders. Aber es war halt so eine Wetterlage, man musste mehr tun. Und bis herauf in die 90er Jahre war das ein Riesenthema, dann kam das Feinstaubthema, ist ja immer wichtiger geworden. In Graz war lange Zeit die Lebenserwartung 1,5 Jahre kürzer, bloß aufgrund dieser Luftverschmutzung, in vielen Berichten dargestellt. Und wenn die Wintersaison kam, sind die Alten und die Kinder beim praktischen Arzt gesessen, aber vor allem dort, wo es um Lungen und um Atemwege gegangen ist. Wie im Kalender angeschaut, ja, wie im Mantelkalender, wenn es kalt wird und die Inversionsglocke sich drüber legt. Also man musste was tun. Und es wurde was getan. Und heute ist es nicht gut, lang nicht, aber viel besser. Und wir haben darum gekämpft, dass nicht wie die Wirtschaftskammer wollen, hat jeder Schrott-LKW mit seinen hinnigen Motoren da noch immer ausbahnt, wieder da aus und einfahrt in die Innenstädte, weil sonst angeblich die Wirtschaft zugrunde geht, wenn das nicht ist. Nein. Wir haben es anders gemacht.
gesunde Kinderlungen statt diese Schrottabgas-LKWs. Worum soll es jetzt abkommen? Und das sind Erfolge. Das heißt, dieser Umweltschutz und dieser Naturschutz ist eine treibende Kraft für die grüne Bewegung nicht und immer mehr. Noch. Nur die Themen verschieben sich. Die Themen verschieben sich. Und jetzt ist halt der Klimaschutz mal eine globale Frage und nicht nur bloß die Mauer. Und nicht nur bloß die Luft in Graz. Soll man deshalb nicht dazu was sagen? Soll man sagen, die Welt geht unter, hallo der Rabe, feiert nur eine Party? Bei vielen habe ich diesen Eindruck. Ja? Okay, muss ich dort dazugehören? Aus Bequemlichkeit, aus Feigheit, weil es eh auch im Übrigen lustig ist, dass man irgendwelche sogenannte alternativen Fakten aufgrund von immer weiter um sich greifender Wissenschaftsfeindlichkeit sich mal dort hineinbequemt. Es ist ja eh kein Zufall, dass die Putin-Freunde und diejenigen, die überhaupt die Existenz, nur dass wir da ein Thema kriegen, ich habe sie schon gut verstanden und ehrlicherweise ja. Aber es hat ja nicht so wenig gegeben, dass umeinander drüber haben, die Existenz des Coronavirus und der Pandemie überhaupt in Frage gestellt haben und hinten den Bill Gates vermutet haben, der uns da produziert noch nicht den Chip von Bill Gates, ja, da ist er drin, ja. Diese alle haben sie erwartungsgemäß, wie das Amen im Gebet ist es gekommen, fusioniert. Die Corona-Leugner, die Putin-Freunde, sie sind zu den Klimawandel-Leugnern geworden. Und das muss man einfach aussprechen und diese Auseinandersetzung muss man aufnehmen. Und da kann man sie nicht verstecken. Und ich finde, Klimaschutz ist ein wichtiges Thema. Ich gebe Ihnen einen recht. Ich habe das damals schon gesagt bei der Pariser Konferenz. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur darüber reden. Das Vokabular hat sich geändert, weil Naturschutz, und machen ist das sogar Widerspruch, ja, tatsächlich, Naturschutz und Umweltschutz weiter wichtig bleiben werden und sogar ein Verkaufsargument, das wird Sie interessieren, habe ich damit verbunden, weil die Leute, und heute merkt man es auch wieder ein bisschen, da hat er ja nicht Unrecht. Mit Naturschutz, sozusagen im persönlichen Begreifen und Erleben, nicht mehr drüber, was zubetoniert wird, oder so wie vorher besprochen, oder auch im Umweltschutz, so ein bisschen abstrakterer Begriff in Deutschland, mehr anfangen können. Es geht aber trotzdem um den Globus, ja. Und da ist ein Thema, das können wir doch nicht leugnen. Das finde ich jedenfalls. Und deshalb ist man an dieser Stelle am Schluss fast durch, wie das heißt. Ich gebe Ihnen aber recht, dass Natur und Umwelt weiter wichtig sind und bleiben. Da haben wir, na schau, jetzt geht's mit Ton an, die Klimagesetzfrage, Klimaschutzgesetzfrage war ein berechtigtes Thema, ist ja eigentlich eh immer. Nur ich bleibe mal vorläufig beim Einstiegsbefund als erstes. Es ist noch nie so viel weitergegangen wie jetzt und das wirkt auch. Ja? Das wirkt auch, entscheidend ist, dass das rauskommt am Schluss. Die jetzigen Prognosen, das hätten wir nie geglaubt, selber noch nicht einmal. Mit den Maßnahmen, die wir jetzt schon durchgesetzt haben, schauen aus, dass wir bis 2030, da gibt es die Unionsziele, die vorgegeben werden für Österreich, am guten Weg sind. Da fehlen jetzt noch, ich sage es jetzt einfach in Prozent, dass man ein Gefühl kriegt, genau 13%, in einer Leonore Gewes, da legt mir die Berichte vor. Das fehlt noch, aber es ist das erste Mal, dass die Emissionen sinken werden, fortlaufend jetzt. Weil diese Maßnahmen zu greifen beginnen. Es geht ja nicht nur um die Ziele und um die schönen Reden, sondern auch so halt. Ja? Aber das ist auch ein Riesending. Was glaubst du, dass das für Streiterei ist mit der Wirtschaftskammer? Was wir jetzt nach Brüssel geschickt haben für einen Plan, dass wir die Ziele erreichen, weil die interessieren sie natürlich. Ja? Das können wir auch ohne Klimaschutzgesetz, wenn man sich der Riesenstreit. Die Grünen haben hingeschickt, so schaut's aus, da müssen wir noch was tun, genau was ich gesagt habe. Und jetzt haben wir die Situation, das ist so im Umwelt- und im Klimaschutz, dass vieles zum Ziel führt. Wir haben erstens mal, ja, das ist immer das Einfachste, aber hilft, weil es schneller geht und weniger politischen und Bevölkerungswiderstand gibt, Förderungen. Da machen wir jetzt ganz viel. Ne? Da haben wir jetzt gesehen, dass wir nicht so wie in Deutschland ein Gesetz gemacht haben, was einen riesen Riesenwirbel käme, sondern das wurde getauscht, also ein erneuerbaren Wärmegesetz, das ist halt so, wie man die Heizungen tauschen soll, durch ein erneuerbaren Wärmeprojekt, wo viel über Förderungen gearbeitet wird. Das wird dazu führen, dass wir die ersten Jahre mehr durchsetzen als mit einem Gesetz, wo man immer dann, wenn um 50% die Kraxen hin ist, zum Tausch angehalten hätte werden sollen, versus dass es jetzt sehr hohe Förderungen gibt. Ist ja nicht hohe Förderungen. Für die wenig verdienen, 100% jetzt schon, aber dann noch mehr. Und bis zu 75%. So, das wird dazu führen, dass das sogar mal eine Zeit lang schneller geht. Auf 30, 40 kann ich das nicht sagen. Und da kommt das Klimaschutzgesetz ins Spiel. Wir haben natürlich noch dann die steuerlichen Maßnahmen, CO2-Preis. Wir haben noch andere Gesetze, damit wir dort bleiben, wir würden nicht ausweichen, dass die ganze Story, dass der Strom erneuerbarer wird, ist auf Basis eines Gesetzes, erneuerbares Ausbaugesetz.
Das andere habe ich gesagt, das wird jetzt ein Projekt, das erneuerbare Gasegesetz, dass wir die heimischen Biomasse besser verwerten und auch von der Stelle her unabhängiger werden und gar kein LNG mehr brauchen, wie da berechnet eingemacht wurde. Das kommt jetzt auf die Piste. Ist auch immer von den Wirtschaftstreibenden verhindert worden. Ja, weil es eine Spur teurer ist. Dafür sind wir unabhängiger. Das will eben unsere Landwirte zum Teil davon. In einer Art Kreislaufwirtschaft, dass da wieder grünes Gas rauskommt. Auch da wird ein Gesetz sein. Es gibt also viele Gesetze, die wohl Klimaschutzgesetze sind, will ich damit sagen, und massiv zum Ziel beitragen. Und jetzt nicht missverstehen, weil jedes Gesetz, was am wenigsten zum Klimaschutz beitragen wird, heißt komischerweise Klimaschutzgesetz. Warum? Weil das Klimaschutzgesetz, und dann trotzdem wichtig ist, weil das Klimaschutzgesetz im Wesentlichen einen Fahrplan vorgibt. Das ist wichtig. Es gibt aber fast kein europäisches Land, wo das Klimaschutzgesetz normieren würde, dass wenn A nicht eintritt, dass dann sofort irgendwas passiert, ist überhaupt nicht. In Deutschland haben sie sogar die Sektorziele aufgemacht. Also wir wollen Weinland, also ein bisschen was erzeugt natürlich, aber im Wesentlichen ist es ein Fahrplan. Und ich kämpfe eh dafür, und die Lenore Kewessler auch, dass wir das herkriegen, ist ein Bohren, harte Bretter, wie heute schon gesagt worden ist, aber viele andere Dinge waren am Anfang auch so schwer. Und trotzdem sind sie gekommen, deshalb ist das vielleicht auch noch ganz unwichtig im Sinne dieser Bilanz. Ich weiß nicht, ob es gelingt, vielleicht. Bei der Infofreiheit, völlig anderes Beispiel, hat es viel schwieriger schon ausgeschaut. Trotzdem ist es gelungen. Wir werden also auch da diejenigen vor den Vorhang holen, gleiches Prinzip, das blockieren. Und dann schon die Gründe hören. Es gibt im Übrigen auch Gründe, dass man nicht überziehen darf. Da bin ich schon dafür. Wir haben nichts davon. Wir nehmen an in Oberösterreich, was vorher so geschimpft worden sind. Die tolle Industrie, die es dort gibt. Ja, die erzeugt Emissionen. Aber sie ist immer noch viel ökologischer und effizienter, als wenn diese chemischen Produkte, die aber nachgefragt werden auf der Welt, oder der Stahl, in anderen Ländern produziert werden, wo bei Weitem nicht diese Umweltstandards herrschen und noch mehr emittiert wird und trotzdem gleich viel von dem verkauft wird. Also ich muss schauen, und das ist Arealpolitik, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Was ich immer sage, Wirtschaft und Umwelt unter einen Hut bekommen. Wir können gerade so weit gehen, wie sich Österreich leisten kann. Aber diesen Spielraum sollte man nutzen. Und so muss ein Klimaschutzgesetz ausschauen. Das heißt, da kann man schon kritisieren, wenn es überschießend ist. Die Industrie hat Sorgen, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Ich diskutiere auch dauernd mit denen. Aber wir müssen auch einen ehrlichen Fahrplan haben und schauen, wo man zu unserem Beitrag zu den Klimaschutzzielen kommt. Das wird passieren. Bild am Schluss. Ja, es ist ein Fahrplan, ja. Aber was es überhaupt sinnvollerweise dazu vorher braucht, ist ein Gleis oder vielleicht sogar zwei, ein Bahnhof, die Waggons und vorne ein Lokomotiv, dass der ganze Krempel überhaupt zum Fahren kommt. Ich verstehe mich vor allem als Lokomotive. Wenn man Vordrang auch noch herkriegt, umso besser. Dafür muss man kämpfen und auch dafür danke, weil dann wird nämlich klar werden, aha, wo sind denn die Versäumnisse? Ist wieder Oberösterreich? Ist vielleicht gleich einmal Salzburg, ist von hier daheim in der Steiermark, also regionale Ziele. Und wenn es gut geht, auch branchenweise Ziele. Was trägt der Verkehrssektor bei? Der ist sehr, sehr hoch in Österreich, hat sich böse entwickelt. Das erste Mal geht es alle dort. Und wenn es nicht schnell genug geht, ob man sich nicht da was überlegen muss. Zumindest ein Aufrütteln für Bundesländer oder dann auch für die Verkehrspolitik zum Beispiel. Hey, wir müssen mehr tun, wir sind um 10% hinter die Ziele. Ein großer Nutzen. Würde ich Ihnen sehr, sehr recht geben und bin Ihnen dankbar für den Hinweis. Aber es wird auch da so sein, dass diese Gesamtaufgabe, das kriegst du nicht mit einem einzigen Gesetz her, jedes Land, das man dafür kämpft, das tun wir, das versprechen wir und ganz schön viel haben wir umgesetzt. Und deshalb einige große Würfe und in Zukunft muss noch viel schneller noch weiter geworfen werden. Dafür werden wir uns bewerben. Damen und Herren, danke für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Werner, dass du uns in die grüne Gedankenwelt mit abtauchen hast lassen und uns positive Aspekte für die Zukunft mitgegeben hast. Ich möchte Sie jetzt noch einladen, draußen zusammenzustehen, noch das Gespräch zu suchen. Es gibt Getränke, es gibt noch etwas zu essen. Ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen da bleiben. Bedanke mich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen eine schöne Nacht. Das ist und einen, ja, ein gutes Nachhausekommen.
So, jetzt habt ihr es gehört. Jetzt machen wir es morgen mit der Swatek. Da schauen wir unsere nächste Position hin, in die Kirchen. Jetzt werden wir mal unser Resümee auf den weiteren Spaziergängsteweg nach Hause noch ein bisschen eruieren, oder? Ich wollte gerade sagen, wir haben festgestellt, die Information, dass man eventuell jetzt die Behandlung von Krebspatienten und Ähnlichem ein bisschen auslagern möchte, ist anscheinend nur eine Halbwahrheit. Er selbst hat sich eingesetzt fürs Demonstrationsrecht und für die Freiheit. Auf meine Antwort, dass Österreich gar keine liberale Demokratie mehr ist, ist er nicht eingegangen. Auf meine Frage, was er mir als Nicht-Grün-Wähler auf den Weg geben könnte, um meine Meinung zu ändern, ist er auch nicht eingegangen. Man hat aber in der Stimmung des Publikums gemerkt, dass man da gleich mal genötigt wurde, wo während alle ausholenden Fragen, die positiv gemeint waren, duldsam erduldet und angehört wurden. Wenn man eine kritische Meinung geäußert hat, kam gleich so, ja, Frage und Ende und aus und am besten halt doch die Goschen. Und auch das spiegelt irgendwie ein bisschen die politische Landschaft wieder. Aber ja, ich hätte ja grundsätzlich noch ganz gerne gefragt, wie die Grünen zu, gehen wir drauf, wie die Grünen zum Erhalt des Bargelds und wie sie zum WHO-Vertrag stehen. Aber nachdem eigentlich hier heute nur Floskeln lang und wortintensiv gedroschen wurden, glaube ich, kann man sie das sparen. Was mich gefreut hat, ist, es war zumindest eine, ein bisschen durch die Blume, kritische Frage aus dem Publikum da. Ja, wie gesagt, das Buffet ersparen wir uns, auch wenn es gratis wäre. Wir sind nämlich nicht die klassische österreichische Medienlandschaft, die sich da den Ranzen voll frisst und damit dann irgendwie dem Steuerzahler am Ding liegt. Wir werden jetzt einfach nett nach Hause schlendern. Die Eindrücke des unglaublich großen Regierungsprogrammes durch die Grünen der letzten Jahre nochmal auf uns wirken lassen, weil es war ja wirklich fulminant, was man in den letzten 3,5 Jahren in dem Land weitergebracht hat. Also ich zähle da nochmal ein paar Fakten auf, also Aushöhlung der Grundrechte, Aushöhlung der Neutralität, Wechsel von liberaler Demokratie zu einer Wahldemokratie, eine Inflation, die so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, mit der dazu resultierenden Teuerung. Ja, was haben wir sonst noch geschafft? Wir haben es geschafft, einen Terroranschlag auf österreichischem Boden gehabt zu haben, mit Toten und Verletzten vor knapp 3 Jahren. Wir haben es geschafft, dass wir 1 Jahr später jetzt dank unseres Kanzlers und der von ihm so lobend erwähnten Gewessler, unserer Energieministerin, jetzt dann ein Schiff mit Gas bekommen werden, wobei ich gar nicht weiß, warum, weil er hat ja gesagt, die Speicher sind zu 100% voll. Da bräuchten wir dieses Schweröltanker-Schiff mit hohem CO2-Ausstoß zur Deckung von, glaube 65.000 Haushalten eigentlich gar nicht mehr, aber wahrscheinlich bin ich dann ja wieder bildungsfern und rechtsradikal und verstehe das nicht. Ja, was haben wir sonst geschafft? Wir haben es geschafft, in dieser Regierungszeit der Grünen mit der ÖVP die höchste Asylzahl aller Zeiten in Österreich, eigentlich sogar die höchste, glaube ich, in ganz Europa zu haben. Auch das ist ein Fakt. Ja, wie gesagt, die Energiepreise sind hoch, die Lebenserhaltungskosten sind hoch. Irgendwie der große Wurf der Grünen. In diesem Sinne hätte ich gedacht, ein herzliches Danke an unseren Vizekanzler, der das heute alles versucht hat, schön zu reden und noch als Triumph zu verkaufen.
Wir haben es dokumentiert, wie es war, für alle, die nicht dabei waren, also eh alle. Und damit sind wir jetzt raus und das war's. Warte mal ganz kurz. Ja, bei meiner Frage, ich hätte noch ein bisschen tiefer gehen wollen. Sehr gerne. Einfach auch mal auf den Punkt hinzudeuten, Herrn Kog, also 99% der schlimmsten Umweltsünder, die Großkonzerne sind und nicht der Kleinverbraucher an sich, ja. Und dass also diese neuen Klimaschutzgesetze, ja, nur dazu dienen, die, was sie dann die milliardenschweren Industriekonzerne aus den Ärmel schütten können, ganz locker, und der Mensch wird dann zurückgepfercht in eine 15-Minuten-Stadt. Da ist er leider gar nicht drauf eingegangen. Aber ist ja eh egal. Ihr, was bei Krypto-TV bei der Einsatz, ist, wisst ihr alle Bescheid über die Themen, das brauchen wir jetzt nicht mehr weiter genauer erklären. Morgen geht's zur FPÖ und dann heute weiter. Und schauen wir mal, ob wir mit den ins blaue in den Himmel fahren. Glaube ich auch nicht. Na, wie gesagt, also lustig war ja, dass er zum Schluss noch erklärt hat, was er nicht alles oder was man nicht alles fördern wird in Zukunft. Wer sich fragt, wo das Geld dafür herkommt, rat einmal, wer in Zukunft mehr Steuern, CO2-Bepreisung und höhere Kosten haben wird. Das hat er ja auch nicht beantwortet. Ich frage, wo sind die Umweltschutzprojekte heute? Er zählt gut die von damals auf. Ja. So auf alte Kalause ausruhen, was andere geleistet haben. Ja, ja, und dann nur dazu selbst nichts mehr in die Gänge bringt. Nein, nein, ich muss ja auch sagen, dass die grüne Bürgerbewegung einst, als es da noch Kapazunder gab, die in irgendeiner Au standen, die mit Atomkraft Nein Danke und sonstigen für den Frieden und dergleichen eingetreten sind, eine komplett konträre Bewegung zu den regierungsgeilen, machthungrigen und damit satt gefütterten Grünen ist, die wir jetzt aktuell in der Regierung haben. Das ist natürlich klar, aber ich denke mal, das hat eh jeder selber am Schirm. Ja, und wenn er es nicht am Schirm hat, dann geht es halt einfach so weiter, wie es in Österreich sowieso weitergehen wird. Macht ja nichts. Na danke, hab die wohl. Genau, gute Nacht. Armseliges Österreich. So, jetzt ein kleiner Hinweis für alle, die was den ersten Teil, diesen zwei Teile schon gesehen haben. Da haben wir was Nettes aufgehangen. Ist nicht mehr da? Genau, wir haben ganz nett im Sinne großer Wurf für die Zukunft WHO, also WHO ist WHO quasi, aufgehängt, brav mit Ballerbandel, damit es eben kein Akt des Vandalismus ist. Das war unter anderem hier auf dieser, ich vermute mal, dahinter ist eine Radlstrecke. Drei so. Stück waren es circa schon leicht mehr auf genau. der Linie. Genau, und die sind hier schon mal alle ordnungsgemäß, also da hängen nur die Überreste. Also es ging nicht um die Ordnung, sondern um die Verordnung. Nein, nein, also wie gesagt, man lässt Sticker oder so von irgendwas, das geht. So jetzt von Fans, aber Aufklärungsmaterial darf nicht hängen. Da hat einer überlebt, oder? Nein, nicht einer. Sicher? Ja, doch. Da hat einer überlebt, also da haben wir nur ein Anschauungsbeispiel, wie es ausschauen würde. Da braucht man nichts zwischenschneiden, so praktisch erst. Ja, genau, so hat es ausgeschaut. Also ihr seht, eine Metallwand, drei Zettel aufgehängt, zwei bereits weg. Da weiß man dann, die lieben Kleinen, oder wer auch immer, sind unglaublich eifrig und aktiv. Und deswegen einmal mehr an dieser Stelle. Gute Nacht. Ui, schau. Konsum und Kleber. Landesabgeordnete die Kimbi Hummervogel. Na ja, dann. Ja, Vogel haben sie auch. Also, hätten wir ja wieder was, was man sich anschauen kann. Aber ich glaube, das sparen wir uns. Wenn ich nicht bald wirklich Amok laufe, sollte ich mich eher zurückziehen. Ich wollte gerade sagen, nachdem wir eh gerade wieder gesehen haben, wie unglaublich effizient unser Einsatz ist,
und wie unglaublich beliebt man nicht gleich ist, wenn man kritische Fragen stört in einem Publikum, das keinen Diskurs haben möchte. Ja, da hätte ich gesagt, da hat man es dann. Alles gut. So ist es. Gute Nacht, Österreich. Wir werden da jetzt einfach einen Hut drauf haben. Ganz im Ernst.